Der Guild News Podcast wird präsentiert von instantgaming.com. Instant Kauf, Instant Lieferung, einfach Instant Game. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Guild News Podcast 486. Im tiefsten Inneren. Hallo Dotsan. Ein inneres Excelsior. Wir waren ja diese Woche Bergarbeiter und haben einen Tunnel gegraben und sind Gott sei Dank wieder rausgekommen, gerade rechtzeitig zum Podcast. Klingt so, als wären wir Dataminer, aber das ist halt nicht der Fall. Nein, das sind wir nicht. Wir sind, so, Moment. Wir sind mit Jonah? Wie komme ich auf Jonah? Ich wollte Joya sagen. Joya Bergbauarbeiter. In der Super Adventure Box. Genau. Das ist Weltreihe. Ja, guten Abend allerseits oder guten Morgen oder Mahlzeit. Je nachdem, wann ihr uns hört, ob ihr uns jetzt gerade live zuhört und Twitch-Drops abstaubt, falls es überhaupt noch irgendjemand braucht, so gefühlt. Ich habe meine erst heute beendet. Ich habe meine gestern noch bei Breach vollendet. Der ist jetzt heute in der letzten Episode von Staffel 4. Und also ewiger Krieg und hat gestern Jahai fertig gemacht und hat dann direkt noch Donnerkopfgipfel erledigt. Im großen Kampf da mit Kalkator. Es ist so wunderschön, das ganze Zeug einfach nochmal anzuschauen. Also der war total begeistert. 5200 Leute ungefähr haben zugeschaut, als dieser Bosskampf stattgefunden hat. Das ist ehrlich gesagt ziemlich schön, weil die Instanz war ja halt richtig gut gemacht. Ja, und auch die Endkanzin. Ja, da hat er auch gewitzelt dann. Hat er dann direkt dann die erste Mission der nächsten Episode gemacht. Sag, ach René, das könnt ihr nicht tun, oder? Nee, nicht wirklich. Und dann. Ach so, du meinst ja, das ja. Ding. Ja. Ich meinte das Ende der letzten Episode dann in Staffel 4. Achso, nee, da ist er noch nicht. Das kriegt er jetzt da. Ja. Ich werde mir das wahrscheinlich machen. Okay. Ihr habt verstanden, dass er jetzt da durch ist im Grunde. Okay. Nee, er ist gerade auf der Karte und macht die gerade durch und macht nebenbei die Story. Aber es ist einfach schön, das wieder im Zeitraffer anzuschauen. Wie gut einfach Staffel 4 war. Am traurigsten war eigentlich, als er dann bei Joko war. Joko besiegt hatte. Und der Postmann geklingelt hat bei ihm. Postmann hat die genau in der Zwischensequenz. Und dann musste er aufstehen und sich darum kümmern. Und dann ging das Ganze länger. Und der Chat völlig durchgedreht, weil Joko macht seinen Monolog und der ist halt nicht da. Hat er sich da, da kam er dann zurück, dann war es halt schon vorbei. Ich weiß nicht, ob viele dann gesehen hat, aber er hat dann das Video angeschaut und so. Also das Timing manchmal. Das ist halt großartig. Oh mein Gott. Ja, aber so ist es halt, ja. Ich? Aber es ist sehr interessant anzuschauen. Also, ich hab gestern wieder in der Kalkator-Instanz einfach wieder gemerkt, oder wieder dieses Kribbeln verspürt, einfach, wo ich einfach weiß, okay, Guild Wars 2 ist schon was Besonderes. Und gerade Staffel 4, die Zeit, wenn man mal dran denkt, was für eine Qualität wir da bekommen haben, was sie da. Ich meine, es ist halt immer vergleichbar, wenn man jetzt zum Beispiel gerade das letzte Update anschaut und das aktuelle von dieser Woche und vergleicht es dann, was wir in der fünften Episode von Staffel 4 bekommen haben. Das ist halt schon unterschiedlich. Vor allem ich mittlerweile, weil wir ja eigentlich auch wissen, dass danach ja die Entlassungswelle war und dass die eigentlich ziemlich hart dafür gearbeitet haben, überhaupt die ganze Story noch abschließen zu können. Wenn man das Ganze im Hinterkopf hat und schaut sich das Ganze an, ist fast ein Wunder, dass sie da diese Episoden gemacht haben, weil das ist schon extrem viel Arbeit, was da drin steckt. Was man damals ja auch. Das würde aber jetzt heißen, würde jetzt. Nee, da möchte ich mich jetzt eigentlich nicht. Nee, das geht jetzt nicht um.
es war jetzt kein Flame oder sowas zu denken. Ja, das kam aber sehr stark da. Nee, es ist. Es, man kann, wenn man es vergleichen kann, merkt man halt schon, es ist definitiv ein Unterschied in Sachen Qualität. Aber es ist auch total Wahnsinn, was sie da in der Instanz gemacht haben, wenn man dran denkt. Das riesen Drachenmodell, dann die verschiedenen Phasen, alles. Ich kann mich noch an den Guildchat erinnern, wo sie gesagt haben, dass sie viele Techniken da reinmachen mussten. Und ja, es, ich habe ja, wie gesagt, die Rückkehr nicht gespielt. Ja, und für Vision habe ich damals den Kampf, glaube ich, nicht machen müssen, glaube ich. Weiß nicht mehr, ob ich mit dir den gemacht habe. Deswegen ist es halt schon wieder einige Zeit, einige Jahre her. Und ja, es war immer noch großartig, genau wie am ersten Tag. Und da finde ich es ganz toll, wenn man mal Neulinge sozusagen über die Schultern schaut. Ist manchmal nicht verkehrt. Weil ich war jetzt auch wieder die seit Dienstag natürlich auf dem Wooden Potatoes Discord, im Guild Wars 2 Channel. Und da vergeht dir schon die Lust aufs Spiel. Die Leute da. Deswegen ist es mal schön, wenn man einfach mal was Positives dann. So wie unsere Kommentare zum letzten Podcast wahrscheinlich. Bevor du mir noch einschläfst. Ja, ich habe mir gedacht, ja, lass ihn doch mal den Monolog führen. Joko halt, oder? Ja, warum nicht? was haben wir denn Schönes? Wir haben einmal Elandiertor, der uns wieder die Timestamps spendiert hat. Nochmal darauf hinweist, dass die Twitch-Jobs noch, das sind ja aktuell diese lila Augen, die man da bekommt. Nicht Twitch-Jobs. Den Amazon Prime Gaming Loot, den gibt es noch 18 Tage. Ab heute 18 Tage, ich weiß nicht, wann es dann genau Saturn ist. Da gibt es dann eben aktuell noch diese leuchtenden Augen. Und er weist darauf hin, dass aktuell die Twitch-Jobs laufen. Und zwar, hier wird behauptet, ab dem 23.03. gibt es Twitch-Drops. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, er hat eher gemeint, ab dem 23.05. Und die laufen bis deutscher Zeit Montag 2 Uhr früh, habe ich jetzt gelesen. Genau, aber da habt ihr noch genug Möglichkeiten. Ja, können Sonntag noch mitnehmen. Und dann haben wir einmal noch Christian J. mit 3 Däumchen. Und dann haben wir noch Darkel, der zu der, wie heißt denn die, Sonderkommando-Rüstung-Ding? Ich mir den Namen vergessen. Ja, ich glaube, so in die Richtung. Sagt er, die Rüstung ist genau mein Ding. Ich finde sie voll cool. Ja, gebe ich vollkommen recht. Und ich habe noch gar nicht reingeguckt, wie man sie sich farmen kann, aber ich habe schon gehört, es ist extrem teuer und aufwendig. Aber ich habe richtig Bock, das Ding mitzuholen. Ich habe zu viele Ziele aktuell. Apropos Ziele. Apropos Ziele, ne? Ich habe mir für dieses Jahr 2 Ziele festgelegt gehabt. Ziel Nummer 1, die letzte legendäre Rüstung, die mir auch gefehlt hat, zusammenzubauen. Das habe ich, glaube ich, im März erledigt. Und jetzt aktuell arbeite ich jetzt nur noch an Ziel 2. Und zwar die 40.000 Erfolgspunkte zu erreichen. Und ich habe mir jetzt so eine tolle Excel-Tabelle erstellt, wo ich jeden Tag reinschreibe, wie viele Erfolgspunkte ich habe. Dann kann ich immer sehen, wie viel habe ich am Tag gemacht, habe dann so eine Verlaufskurve und so weiter. Und ich habe so den Eindruck, das Ding hat mich so hart motiviert, Erfolgspunkte zu machen, dass es, wenn es so weitergeht, ich Ende Juni die 40.000 Erfolgspunkte schon erreicht habe und ich mir ein neues Jahresziel suchen darf. Das sind echt Probleme, die ich habe. Ich weiß nicht, was ich dann als nächstes mir als großes Ziel setzen sollte. Ja, wer weiß, vielleicht gibt es im Sommer ja irgendwas, was dir dann deine Planung ein bisschen durcheinander bringt. Weiß es nicht. Ach, guck mal, hier heißt es gerade die Rüstung. 250 Ektros pro Teil. Ha, habe ich parat liegen. Einiges an Drachengarde, ein Rüstungsteil von Kanta. Ha. Wäre also vielleicht machbar. Achso, das muss man dann wahrscheinlich mal 6 mal 3, also wahrscheinlich 18 Mal das Ganze durchführen. Also 18 Stacks Ektros habe ich, glaube ich, aber auch nicht parat liegen. Ja gut, das Ektro-Gameplay ist jetzt nicht irgendwie. Ja, aber es führt dazu, dass Ektos, dass die Ektoplasmakugeln im Preis tatsächlich steigen. Das habe ich tatsächlich heute auch schon mitbekommen. Die steigen gerade extrem. Ich glaube nicht nur die, da gab es auch noch das andere, was limitiert worden ist, oder? Was war das zweite? Mehr ist nicht limitiert worden, aber es steigen auch aktuell nach wie vor mystische Münzen wieder. Da war was Sandhaufen oder was war? Da waren doch die Sandhaufen auch. Ich weiß nicht, was du meinst.
Was ist. Oh nein, das waren die täglichen Sandsturm-Spiele. Was sind die Sandsturm-Spiele? Ja, das sind die Ektoplasma-Kugeldinger. Ach so, das ist es. Okay, das heißt. Ja gut, ich kenne den Begriff Also, natürlich. ja, ich weiß jetzt, was du meinst. Du meinst Ja. die Runen der Lagerung, die man braucht, um größere Taschen zu craften. Darum geht es dir. Ja, genau, das, was Dead Shaman nämlich hier Ja, geschrieben ja, hat. ja, ja. Und das Problem ist, das hat er nämlich jetzt diese Woche, oder warte mal, wann war das 17? Das ist auch schon wieder ein paar Tage. Okay, das war jetzt schon. Mittlerweile ist es bei 140 Gold aufwärts. Ich nehme mal an, aktuell ist es noch Roting? höher sein. Oh, ich sollte noch mal in meine Bank gucken, ob ich noch welche rumliegen. Ja, ich sag's nur, deswegen, Kann also. Moment. Geh zu dem Efficiency, helfe mir mal. Habe ich da gerade ein verstecktes Reichtum auf meiner Bank liegen? Ich meine, ich hätte noch ein, zwei Stück rumliegen gehabt. Aber ich finde sie gerade nicht auf Anhieb. Das wäre versteckter Reichtum für mich. Ich habe die alle vercraftet. Sagt mir nicht, ich habe die alle vercraftet. Aber ich nehme ganz stark an, ich nehme mal ganz stark an, dass es einen weiteren Weg geben wird. Also ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass ArenaNet sieht anhand der Zahlen, dass da was gerade nicht stimmen kann. Dass man dadurch, dass durch Einschränkung des Ektoplasma-Gamblings, dass diese Runen halt exponentiell nach oben steigen im Preis. Ich denke schon, ach guck mal, ich sehe gerade, ich habe zwei Stück. Da steht nur 30 Gold bei mir. Ja gut, aber du musst ja gucken, was im Handelsburschenkurs, oder? Ja, 15 Gold ein Stück. Ich dachte mir gerade, GW2 erfischen sie. Ha, ich habe doch noch eins gefunden. Zwei Stück. Genau. Also ich nehme schon an, dass sie noch neue Wege liefern werden. Nee, es sind nur 15 Gold. Gut, Gib mir aber. was von 100 Gold. So, ja gut, okay. Das ist halt die 32er Taschen. Ich hätte Ja, gut, die weiterlesen müssen, 32er ja. Taschen, ja, gut. Ja, Aber die deswegen, Runen der klar. Lagerung brauchst du halt für die, nicht nur Ja. für die für die 32er Taschen. Du brauchst ja die Runen ja sowohl für. Du brauchst ja für alle Stufen. Du levelst im Grunde, craftest immer deine Tasche immer ein Stück weiter hoch. Und dadurch wird es immer teurer und du überlegst dir, ob es überhaupt noch Sinn macht, das ganze Gold auszugeben für zwei Plätze mehr am Ende. Genau. Ja, genau. Das war das. Ja, ich hätte es nochmal nachlesen sollen. Also ja, auf jeden Fall Ja. aktuell 140 Gold anscheinend jetzt. Oder das war am 17. Mai, wo er das geschrieben hat. Mal gucken, was es aktuell ist. Ich glaube, irgendwo hatte ich das auch mal gesehen, welche Taschen irgendwie aktuell am billigsten sind. Keine Ahnung. Auch hier, apropos Taschen, habe ich das schon mal gezeigt gehabt, weil du es gerade erwähnst, wie ich die Leute letzte Woche den Leuten ziemlich viel Angst gemacht habe. Hier, das war mein Inventar-Screen. Ja, davon habe ich schon gehört, Ja, aber. ja. Die Leute sind nicht glücklich. Die haben gesagt, du hast Ey. größere Taschen bei dir drin, was ich Ich irgendwie finde nicht glaube, aber okay. es eh geil, dass du Taschen in Taschen drin hast. Ja gut, das sind die Taschen, wo man bekommt da Ja, von. wegwerfen. Nee, das war von Staffel 1 halt. Ja, ich wollte es ja auf die Bank legen, damit andere Charaktere, die halt nicht so viele Taschen haben oder so große, die benutzen Ja. können. Das Problem ist, ich habe alle Bankslots und naja, die sind alle voll. Dann hol dir mal eine Gildenbank. Haben wir davon gehört? Hab eine, ja, aber die ist, habe ich von jemandem Du hast bekommen. 952 Gold. Du hast mehr als genügend Möglichkeiten, dein Inventar noch weiter auszubauen. Du hast sogar maximale Anzahl an Inventarslots. Nee, drei Stück hätte ich noch kaufen können. Die habe ich noch nicht gemacht. Ich hab überlegt, als sie jetzt im Sale waren, ob ich sie mir noch kaufe. Aber ich dachte, Wobei, auf den nee. ersten Blick würde ich sagen, du hast noch nicht mal 20er-Taschen drin. Kann das sein? Warte mal, Das sagen eins. alle, aber das sind große Taschen. Die Kürbistaschen müssen besser sein. Sonst hätte ich sie Die ausgetauscht. Kürbistaschen sind 20er, aber die oberste zum Beispiel sieht nicht Das gerade vertrauensvoll eine ist, aus. glaube ich, eine unsichtbare Tasche, was ich habe. Oder die, wo man halt nichts rauslöschen kann. Deswegen habe ich eine. Für mich sieht das nicht nach 20er-Taschen-Minimum aus. Aber dann, guck mal, aber das war auch nur eine Sache, die ich da gemacht habe, einfach anderen Charakteren 20er-Taschen zu verpassen. Und dafür bin ich nicht hergegangen. Ja gut, dafür kann man Candycorn verwenden, wovon du ja eh einige Stacks hast. Die kannst du direkt mal in Kolben umtauschen, mein Junge.
Ja, das hat mir auch jemand hier empfohlen. Das muss ich noch machen, da hast du vollkommen recht. Dann, was ich gemacht habe mit ganz vielen Charakteren, war, ich habe eine Menge Fraktalmarken gehabt, weil ich einfach ein bisschen Fraktaler gelaufen bin. Und du kriegst so super billig dann für Fraktalmarken 20er-Taschen, wo die, glaube ich, auch so halb unsichtbare Taschen sind. Aber whatever, die gebe ich einem Charakter, da kann ich meinen Müll, den ich gerade nicht brauche, draufhauen, dann ist die Sache auch erledigt. Es gibt einige wirklich super billige 20er-Taschen und ich glaube, du hast ja auch hier eine 20er-Tasche, die in Verbindung mit irgendwelchen Events drin war, also die unterste Tasche, wie hat man die nochmal bekommen, die du gerade ausgerüstet hast? Ja, oh, das weiß ich nicht mehr, die war glaube ich irgendeine Belohnung. Die war eine Belohnung, ja, aber das ist gar nicht mal so lange her, meine ich. Ich kann das nicht mehr sagen. Gut, das ist das nicht irgendwie Tasche oder sowas? Ist das Ding nicht irgendwie Times Tasche oder sowas? Ich meine mich an sowas in die Richtung zu erinnern. Irgendwas Asura-mäßiges, glaube ich. Ja, genau. Und bei Adventurebox war es das. Nee, meine ich auch nicht. Also, mittlerweile sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Ich habe schon ein bisschen was aufgeräumt. So na, immerhin. Aber zum Beispiel, was man hier sehr gut sehen kann, ich habe mir das Braham-Outfit gekauft, als im Sale war. Weil Einzelteile von Rüstung gut sind. Gut, es ist halt nur für schwere Rüstung, aber trotzdem, hey. Ach, das Uralt-Ding. Ja, ja, es war halt runtergesetzt, merklich. Und es ist nicht verkehrt, wenn man mal kombinieren will, ist es gut, wenn man Einzelteile hat. Das ist grundsätzlich besser als ein Outfit. So, und das Problem, warum das so lange da drin war, war einfach, man kann es ja nicht einfach nur löschen, man muss ja diesen blöden Namen wieder reinmachen. Das heißt, du musst ein Z aufmachen, du musst den Namen dir runterkopieren. Das es scheitert eigentlich nur an Faulheit an der Stelle. Ja klar, natürlich ist es Faulheit, aber wenn du es ein paar Mal reine Faulheit. Machen, du hast auch so viele Müll-Items drin. Du hast Alkohol drin. Du hast ja, der ist nichts mehr wert, den wollte ich ja nicht verkaufen zu Weihnachten, aber der ist nichts mehr wert. Den kannst du jetzt, den darfst du auch nicht an Weihnachten verkaufen, den musst du jetzt verkaufen tatsächlich. Ja, jetzt Alkohol verkaufen. Es sind weil auch ein paar Alkoholpreis. Der Alkoholpreis, der steigt übers Jahr bis so in Mitte des Jahres. Ja, obwohl sogar bis Oktober, meine ich. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die zu verkaufen. Also wir müssen da einfach mal, ich muss einfach gut jetzt wahrscheinlich vielleicht in zwei Wochen oder so, wenn du mal einen Sonntagsstream hast, hole ich mich einfach mal eine halbe Stunde mit dir in den Stream mit rein. Wir machen Discord-Übertragung und dann sag schon mal direkt, was ich alles rausschmeißen kann. Ja, du kannst mir auch direkt alles, was ich da an Methylerz sehe, schicken. Da bin ich, davon brauche ich gerade ein bisschen so noch was, schön. Weil ich gerade, ich verrückter beschlossen habe, wie heißt denn? Jetzt komme ich auf Exitare, aber wie heißt denn, fertig hier, Leggy. Doch, das weißt du. Doch, das weißt du. Nee, Exordium, natürlich. Exordium. Das Großschwert. Ah ja. Oh, weißt du, was mich ärgert, als ich dann ich glaube, am Wochenende. Nee, ich weiß nicht mehr, wann ich da drin war. Vor kurzem erst. Als ich im Inventar da rumgemacht hatte. Da hatte ich, glaube ich, noch was von der Super Adventure Box drin. Ja, du hast da auch einige Exos drin aus der Super Adventure Box. Ja, ja, die habe ich alle aber damals gekauft gehabt. Deswegen war das ja so ärgerlich von den Deto. Und ich habe dann noch was übrig gehabt von Super Adventure Box, habe die Dinger geöffnet und habe wieder so eine Retro-Waffentruhe bekommen. Und das hat mich richtig geärgert eigentlich. Weil ich hatte das Zeug alle schon. Ich glaube, ich habe zwei oder dreimal so Taschen bekommen mit den Waffen, die ich schon längst habe. Und die kann ich auch nicht verkaufen, kann gar nichts. Das ist halt dann. Doch, du kannst mit ihnen einige Dinge tun, tatsächlich. Also Option 1. Option 1 ist, sie wieder zu verwerten. Ja, gut, okay. Ist relativ uninteressant bei so einer Waffe. Dann müsstest du Schmiede zum Beispiel, wenn möglich. Richtig, die müsstest du Schmiede. Habe ich gemacht übrigens, habe nichts Gescheites rausbekommen. Na, siehst du. Aber du hast es probiert. Also, was ich zum Beispiel mache, ist immer diese ektoplasmatische Stein, drei billige exotische Items rein, also Waffen reinzuschmeißen, weil dann kriegt man. Man hat eine Chance auf ein paar exklusive Skins, die man damit tatsächlich rausbekommt. Also die kann man nur bekommen, wenn der exoplasmatische Stein drin ist. Oder wenn man den absoluten Hauptgewinn gezogen hat, zieht man einfach mal eine Infusion, die mehrere tausend Gold wert ist. Ich hatte ja gehofft, dass ich vielleicht einen Precursor rausbekommen würde, aber nein. Ja, bei mir droppt sowas nicht. Ich habe jetzt bestimmt schon seit 4 Jahren, warte mal, seit wann? Ne, seit drei Jahren sammle ich gelbe und exotische Zepter, die ich gedroppt bekomme, gelbe und exotische Schwerter und werf die in die mystische Schmiede. Also alles, was ich gedroppt bekomme.
schmeiße ich die dann immer zusammen. Also Zepter und Schwerter mit Schwertern. Mhm. Und ich habe noch nicht einen einzigen Precursor bekommen. In den letzten 3 Jahren. Ich habe jetzt, und das ganze System ist halt komplett random. Ich habe letztens festgestellt, Exo-Großschwerter sind ja gar nichts mehr wert. Und genauso wie gelbe Schwerter, Großschwerter. Die waren mal auch bei 80 Silber, wenn ich mich recht erinnere. Inzwischen finde ich es halt blöd, die auseinanderzunehmen. Deswegen sammle ich die lieber und und schmeiße in die mystische Schmiede. Habe ich tatsächlich letztens mal einen Precursor rausbekommen. Hat mich sehr überrascht. Aber das ist auch nichts mehr wert. Das sind vielleicht 100 Gold. Also 100 Gold ist immer noch viel. Nur so am Rande, es ist nicht mehr ganz so viel, wie es früher mal war. Das ist mein Punkt. Also es ist nicht mal ganz so krass wie früher. Naja. Gut, apropos nicht mehr ganz so viel wert wie früher. Aktuell ist es so, falls ihr noch kein End of Dragons habt, es ist um 20% reduziert, und zwar vom 22. bis zum 28. Mai. Sowohl im Spiel selber als auch auf Steam. Aber ich nehme an, das betrifft auch die Homepage irgendwie. Du kannst im Spiel selber, glaube ich, gar nicht End of Dragons kaufen. Du kannst es, glaube ich, nur außerhalb vom Spiel kaufen. Es steht halt so im deutschen Tweet. Das ist halt also Frage. Ich habe Accounts, die haben kein End of Dragons. Dann wird das auch oben links tatsächlich angezeigt, dass das End of Dragons gerade billiger ist. Und wenn du da drauf drückst, dann öffnet sich bei dir nicht der Item Shop, sondern der Browser mit der Homepage, genau. Ja, ich bin einfach nur jetzt davon ausgegangen, was sie geschrieben haben, deswegen. Aber ich bin ein bisschen irritiert gewesen, aber macht ja Sinn dann. Wohlgemerkt, es ist nur End of Dragons, es ist nicht Path of Fire, / Heart of Thorns, die gehören ja zusammen inzwischen. Die gehören dazu tatsächlich nicht. Mal überprüft. Ja, Path of Fire ist nicht reduziert. Das ist nur End of Dragons. Das hat mich ja ein bisschen gewundert. Also ich hätte vielleicht. Ja, gut, ich nehme an, das liegt wegen dem Update, weil man kriegt ja die Sachen gehören ja zu End of Dragons, also die 2 Updates, die wir jetzt hatten. Und aus dem Grund wollen sie halt das nochmal ein bisschen pushen für die Leute, wo es nicht haben. Oder vielleicht neue, die jetzt eingestiegen sind. Wenn ihr also immer noch wartet wegen Staffeln oder noch eine andere Erweiterung haben möchtet und euch ist es nicht so eilig, wahrscheinlich um den Geburtstag von Guild Wars 2, also wieder am Ende August, denke ich mal, dass sie da wieder vielleicht auch für die komplette Edition halt einen Sale machen. Und da lohnt es definitiv dann zuzugreifen. Es gibt ja genug Content. Also mir ist es immer besser, statt die ganzen Sachen ein. Was ist jetzt eigentlich gerade End of Dragons auf der Webseite versus was kostet es eigentlich auf Steam? Auf Steam kostet es 24 Euro. Was kostet es jetzt eigentlich? Nee, 30 Euro ist der kostet End of Dragons und dann halt 20% davon weg. Ja, ich will nur wissen, ob die Rabattierung auf beiden Dingen gleich ist. So, ja, sollte eigentlich. Die Spiele kosten ja auch gleich. Ja doch, tatsächlich. Einziger Unterschied ist, dass Valve natürlich mehr bekommt. Exakt gleicher Preis, ja. Der Arena-Net verdient ja nur 70% bei Steam, weil 30% gehen an Valve. Und auf der normalen Homepage bei Arena.net kriegen sie halt 100%. Wobei, einen Vorteil hast du noch, wenn du tatsächlich auf der Webseite kaufst, sehe ich gerade. Die Deluxe-Variante ist nämlich auch reduziert. Ah. Aber nicht die Ultimate. Ja, die Ultimate hatte ja auch die Edelsteine nur drin. Ja, genau, die 4000 Edelsteine, genau. Wünschst du noch irgendwas? Das ist halt die Deluxe mit den 4000 Edelsteinen. Sind nur die 4000, nee, genau. Ja. Ich war mir jetzt sicher, ob nochmal extra was war, aber ich glaube, Raptor und Skiff-Skin, das sind die zwei dabei. Dinge, genau. War, glaube ich, bei allen. Ist, glaube ich, so. Also der Raptor ist, glaube ich, schon in der ganz normalen Standardvariante. So, der Viper. Ja, stimmt, den hat man am Anfang schon gehabt, zusammen mit dem Umhang und mit dem Schild, genau. Ja. Und dem Schwert, glaube ich. Gut. Ja, Nini schreibt hier noch Exordium, war das, was dir vielleicht vorhin gefällt? Genau, das war die Legendary, wo man Precursor Exitare braucht. Ja, die wollte ich mir mal bauen, tatsächlich. Ich hab's dann aber nicht gemacht. Ja, sei froh, du brauchst eine Menge Mithril und eine Menge harte Holzblöcke. Viel Spaß. Ich wollte schon die Kriegerin haben, aber ich bin immer noch überlegen, also wenn ich mir wirklich mal eine bauen würde, neben der Aurin-Waffe vielleicht irgendwann. Die passt halt nicht zum Ingenieurzeug und wenn ich sie dann wieder mit dem anderen Streitkolben drüber ziehe, ist ja wieder alles weg von der Legendär. Das nervt halt immer irgendwie.
Aber vielleicht muss ich irgendwann wirklich mal Zwielicht bauen. Das ist schon der Klassiker. Twilight, ja. Ja, warum nicht? Ach, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich baue Exordium. Das war eh so das Großschwert, was ich mir immer persönlich gewünscht habe. Ja Und gut, das ist. habe dann auch vor, wohl etwas mehr Reaper zu spielen tatsächlich. Deswegen kam auch die Idee mit Exordium bei mir Wenn hoch. das nicht so Sense daneben? Na gut, es verwandelt sich ja je Ja, nachdem, wie du genau. es Also benutzt. Das ist ja das Exordium, Schöne. das ist halt das tolle Legi, das verwandelt sich halt je nach Klasse, mit der du das führst, halt seine Form. Ne? Also es kann auch eine Axt werden tatsächlich. Das Ja, Ding. genau. Also, das ist schon extrem cool gemacht, das Legi. Deswegen. Ich weiß noch, wie ich für die Art Show damals, als es rauskam, also hier Drachenende, nicht Drachenende, als der ewige Krieg rauskam, da die letzte Episode von Staffel 4, hatte ich ja direkt, als es dienstags rauskam, und dann hatte ich ja direkt mittwochs die Art Show, wenn ich mich. Da hatte ich dann tatsächlich ein Fanart über Exordium mit meiner Kriegerin gezeichnet, da auf Drachenende, Drachensturz. Und ja, da weiß ich noch, dass der Dev oder die Person wurde, die, ich weiß nicht, ob es jetzt der Dev war, wo das Schwert modelliert hat oder vielleicht konnte er, keine Ahnung. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen Kommentar bekommen habe. Wie? Es gibt schon Fanart davon. Das war großartig, also von da vergesse ich nicht. Eins der wenigen Archo-Bilder, die ich tatsächlich fertig gemacht habe. Oho, hört, hört. Ja, das ist Ja, selten. sehr selten, ja. Das andere habe ich auch noch nicht fertig gemacht. Aber tickt daran, weil ich mit. Hätte ich jetzt kein Summer Games Done Quick, was am Sonntag anfängt, und den ganzen Art Grind aktuell, hätte ich es wahrscheinlich fertig gezeigt, aber so. Andere Dinge gehen vor. Gut, dann kommen wir mal zu dem Thema diese Woche und zwar zum Update. Am Patch Notes bekommen. Doch direkt gleich mal an. Die sind auch gar nicht so lang, fand ich ganz angenehm diesmal. Gut, die Ja. sind in letzter Zeit allgemein nicht so lang. Ja gut, es ist halt kein Balance-Update und schon ist es Ja, kürzer. ja. Ja, ansonsten ist, wie gesagt, das meiste hatten wir letzte Woche ja dank dem Buff-Artikel schon durchgesprochen. Also im Großen und Ganzen geht halt darum, dass das neue Update jetzt kommt, also dass die Geschichte halt abgeschlossen wird, dass es ein weiteres Meta-Event gibt. Findet sich Tunnel, welche Überraschung. Und dann natürlich, über das wir natürlich geredet haben, die ganzen Abenteuer, die jetzt auf den End of Dragon aufgetaucht sind. Also die zwei. Genau, wir können ja mal vorlesen. Also es sind zwei neue Skiffrennen. Eins davon ist Genau. in Neukai-Neng-Stadt. Und das andere ist in Saitung. Ich habe nur das in Neukai-Neng bei Lara Ich gesehen, da die am Anfang hab angeschaut. beide schon gespielt, beide schon auf Gold gebracht. Dann haben wir die drei Blauschildkröten-Abenteuer, was ja eine neue Geschichte ist, weil es ist eine kooperative Geschichte. Man braucht noch einen zweiten Mitspieler. Eins gibt es in der Gjallarsenke, wenn man das Meta komplett abgeschossen hat. Eins im Echowald und das letzte ist in Saito. Ah, Provinzsaito ist das letzte. Auch schon alle drei gemacht. Gefällt mir extrem gut, das Ding, muss ich sagen. Weiß War nicht, schon hast du ziemlich schon. skeptisch letzte Woche. Was? War ziemlich skeptisch letzte Woche wegen dem Ja, weil ich nicht eben. Koop-Abenteuer. Ja, Wegen vollkommen mit Menschen richtig. Das. zusammenspielen und so, keine Ja, Freunde und so. also, das Problem habe ich schon Mit gesehen. Skill. Also, das habe ich live am Dienstag tatsächlich mitbekommen. Da standen Leute dort und hätten gern das Abenteuer gemacht mit einer blauen Schildkröte, haben aber einfach keine Person gefunden. Und gerade in der Gjallarsenke ist das super ärgerlich, denn du kannst das Abenteuer nur machen, wenn die Map abgeschlossen ist. Du kannst nicht die Map machen und dann einem Freund sagen, hey, komm doch auf meine Karte mal. Nee, das ist nämlich blockiert. Du kannst, wenn du nicht auf der Karte bist, nicht auf die Ka der Karte joinen, wenn die Karte abgeschossen ist. Das geht nicht. Das ist super ärgerlich, nämlich an der Sache. Hast du erst die Story gespielt und dann das Ganze gemacht und hinterher das Ich Abenteuer? habe erste Meta am Dienstag gemacht und weil der Witz war ja auch, es gab ja auch Probleme mit der Meta und ich wollte eigentlich einen Newsartikel dazu schreiben, was gerade das Problem ist. Und irgendwie habe ich das nicht so ganz rausgefunden, deswegen habe ich gesagt, spielst du schnell die Meta. Und Achso, ja, du hast erst die nun. Meta gespielt, bevor du die Story gemacht hast. Genau, ich habe am Dienstag die Meta gemacht und am Mittwoch die Story selbst gespielt. Ich habe die Belangenschildkröte habe ich gestern gar nicht gespielt, falls du gerade danach suchst. Ach so, du hast zweimal gesehen, dann ist das hier der Ne, Dienstag habe Story-Main. ich gar nicht gestreamt. Dienstag habe ich gar nicht gestreamt. Ne, weil ich gerade überlege, ich will nämlich gerade mal schauen, ob wir da was haben. Also wir haben definitiv den Kanal.
Meine, wenn du genau, schon, dann, wenn wir natürlich einen Stream von dir haben, dann will ich den auch zeigen, weil das ist perfekt. Wow. Gott, gut. Sehe ich. Ich meine, klar. Wie gucke ich denn da in die Kamera? Das ist ja. Ja. So sehen wir dich jeden Tag. Gut, wenn ihr euch natürlich Videos dazu anschauen wollt, wir haben auf unserem YouTube-Kanal die Guides dafür, für die Rennen. Ori hat die ganze am Dienstag abgefahren. Habt ihr dann gemeinsam am Dienstag die Belagerungsschildkröte gemacht? Genau, ja. Also ich muss auch sagen, also das ist genau die Geschichte mit der Belagerungsschildkröte, weil du gemeint hast, ich war da ein bisschen zögerlich. Ich sag mal, meine Zögerlichkeit wurde halt bestätigt, zum einen wegen Freunde etc. Und das andere Thema war, ob das so spannend ist, wenn die eine Person einfach rumläuft und die andere einfach herumschießt. Aber es ist doch durchaus spannend dadurch schon geworden, das ganze Ding, dass der Pilot, der rumläuft, auch noch Bauchplatscher machen darf an einigen Stellen. Weil nicht alle Ziele können einfach durch die Kanone kaputt gemacht werden, sondern einige können nur durch den Bauchplatscher der Belagerungsschildkröte kaputt gemacht werden. Und dann gibt es halt noch so Sachen wie, was ich auch gar nicht wusste, die Belagerungsschildkröte, wenn du unter Wasser bist mit der, dann kann der Kanonier gar nicht schießen auf diese Ziele. Und dann musst du halt zum Beispiel, die Lösung ist halt im Grunde, dass man so am Wasser Oberfläche hovert, dann kann ich der Kanonier hinten drauf schießen. Aber das hat mir extrem gut gefallen. Das sind auch Abenteuer, die durchaus gerne wiederkommen dürfen. Ich schaue gerade, also ihr habt die Videos noch nicht auf dem YouTube-Kanal. Nee, die haben wir noch nicht. Ah, okay, schade. Ich habe die auf jeden Fall angefertigt, die haben wir noch nicht hochgeladen, aber wir haben Video zum Skiff, das weiß ich. Habe ich gesehen. Ja, der Bord haben wir auf jeden Fall. Oh, das Rollkäferrennen. Genau, ein Rollkäferrennen gibt es ja auch noch. Das war, glaube ich, gar nicht angekündigt gewesen, glaube ich, das Rollkäferrennen. Ich weiß gerade nicht, wenn du nicht. Das ist das Jadebot-Abenteuer hier. Genau, das ist das Jadebot-Abenteuer. Es wird, glaube ich, sogar Jadebot-Rennen bezeichnet. Die Idee ist, dass man halt überall so Kugeln hat, die man mit dem Jadebot durchfliegen muss. Und um Gold zu machen, muss man alle machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das in dem Fall waren. Muss mal oben rechts gucken. Ich sehe das nicht. Es sind nur 26. Also genau, es sind dann, ich glaube, 40 Stück oder so. Ich habe es tatsächlich, also ich hätte nicht gedacht, dass ich dann auf Anhieb tatsächlich auf Gold gebracht habe. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte sogar wirklich noch 20 Sekunden Zeit dann am Ende oder sowas. Es ist also durchaus machbar und ich habe das im ersten Versuch hingekriegt. Also, das ist sehr großzügig dann von der Zeit. Ja, also, aber andere haben auch schon erzählt, sie haben es auch hingekriegt, aber bei dem war es dann knapp. Ich bin da eigentlich reingegangen, gar nicht mit der Ambition, dass ich das Ding direkt auf Anhieb auf Gold hinkriege. Ich saß eigentlich da, ich kann nur froh sein, wenn ich Bronze erreicht habe. Aber habe dann tatsächlich Gold noch geschafft. Hat Spaß gemacht? Es ist ganz in Ordnung, ja. Also nichts, was man öfters macht. Das so. Definitiv nicht. Also das, nee. Aber hey, du konntest ein Jadebot endlich mal sehen. Dein Skin, den du dir gekauft hast. Oder ja, der gedruckt ist halt. So. Ja, gut gekauft eigentlich ist, schon. Ja, oder du kannst ja auch farmen. Also ich habe sie ja bestimmt gefarmt. Jedenfalls, der großartige Fun hatte ich mit dem Ding nicht. Also im Vergleich dazu hatte ich mit dem Skiff-Rennen viel, viel mehr Spaß gehabt und mit der Belagerungsschildkröten-Geschichte hatte ich eine Menge Spaß gehabt. Was aber, glaube ich, vielleicht von Abenteuern her, und das haben wir aber jetzt gestern nicht gemacht, sondern am Dienstag, was vielleicht das Highlight für mich war tatsächlich das Rollkäferrennen. Ich bin ja eigentlich in Sachen Rollkäferrennen richtig, richtig schlecht. Ich habe das aber tatsächlich auf Anhieb auf Gold gebracht und fand die Strecke einfach mega genial. Also man geht in der Giala-Senke nämlich tatsächlich, findet das Rollkäferrennen statt, wenn alles erledigt ist. Und man geht in die Tiefen rein und in die Tiefen noch ein paar Kurven und so weiter. Das Rennen hat mir extrem gut gefallen. Es war super eindrucksvoll, das Ding. Kann man das direkt spielen oder schon wieder, wenn die Karte erfolgreich ist? Erst wenn die Karte fertig ist und du kannst natürlich nicht auf eine fertige Karte einfach drauf joinen. Du darfst also die ganze Meta erstmal mitmachen. Ja, das ist das gleiche Dumme wie in Heart of Horn.
Wenn man auf die, wenn man Nacht ist und man konnte die Abenteuer nicht machen. Bin jetzt so der Fan davon. Ja, wobei okay. Bei Heart of Horns ist es halt so eine zeitabhängige Geschichte und weniger eventbasierte Geschichte. Das ist halt definitiv eventbasiert. Aber mir hat das Abenteuer auf jeden Fall gefallen. Ich freue mich, wenn ich das nächste, also ich habe bis jetzt nur einmal das Meta-Event machen können. Aber ich freue mich darauf, wenn ich es dann wieder abgeschossen habe, werde ich definitiv nochmal hinrennen und das Rollkäferrennen noch machen. Vor allem fehlt mir noch der Jadebot, den es dort auch noch gibt, das Jadebot-Abenteuer. Und ein Champion-Puzzle gibt es auch noch, das habe ich auch noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe aber gehört, es wäre gar nicht so schwer. Das Meta-Event hattest du nicht im Stream, richtig? Nein. Okay, dann habe ich es richtig, weil du hattest das privat gemacht, das Meta-Event, aber im Stream nur die Story, okay. Weil, okay. Dann hätte ja. Ich hier noch Footage zeigen können, okay, passt, ja, dann auch noch. Gut, ja, dann würde ich sagen, gehen wir die Patch Notes weiter durch. Deinen Stream lassen wir hier mal pausiert, weil der wird nachher noch fertig. Okay. Es ist immer schön, wenn wir über die Story reden, wenn wir dann einfach das Zeug haben. Also du möchtest nicht über die Story reden, erst nächste Woche. Wir machen mal lieber diese Woche, weil also nächste Woche ist Summer Games. Wir haben, ansonsten haben wir über die Belohnungen ja schon gesprochen. Mhm. Eine der besonderen, die auch nochmal in den Patch Notes genannt werden, ist halt die Sonderkommando, das Sonderkommando Rüstungsset. Das ist auch so das Teil der Begierde. Dann haben wir neue energisierte Waffenlager, der Lachsenjäger, das sind wir an, genau diese Waffen, die man schon letzte Woche in der Pressevorstellung ja gesehen hatten, wo wir darüber gesprochen haben. Ja, klar, Moment, ich habe da das Wiki, dann können wir so. Ich glaube, bei mir haben die noch keine Galerie für die, glaube ich. Hast du einen bestimmten Wunsch, was ganz sehen möchtest? Wir müssen ja nicht alle unbedingt sagen. Können wir dann machen, wenn dann wieder die. Okay, gut, vielleicht gibt es auch kein bescheides Bild davon. Ja, okay, das ist halt dieser Hammer da, wo wir gesehen hatten. Nee. Der Hammer ist noch was ganz anderes. Ja, yeah, genau. Ach, der gut, Hammer okay, das sieht aber ähnlich aus mit dem grünen Ja da drauf. Okay, das hat es auch. Der Hammer ist noch ein bisschen was anderes. Mhm. Das ist dieser Special Hammer, der jetzt neu reingekommen ist, dessen Namen ich schon mir vergessen habe. So, der Sunlai Neferit Crusher. Genau, was genau. Der auf Deutsch? Ja, Zerschmetterer. Im Grunde Sunlai Neferit Zerschmetterer. Okay. Genau, das ist einer der neueren Dinge. Ja. Also im Prinzip grüne Jadewaffen gab. Ja, noch grünere Jadewaffen, genau. Gut. Und halt einige andere Sachen. Ne? Es gibt auch wieder Erfolge bei der ganzen Geschichte. Wenn man einen Meta-Erfolg abgeschossen hat, gibt es einen neuen Rückenteil, der wohl auch einfärbbar ist, so wie ich das mitbekommen habe. So wieder ein neues Rückenteil? Ja. Das Rückenteil gab es doch als Meta-Belohnung. Das war ein Holo-Umhang, meinst du gerade? Ja, aber das war der Holo-Umhang. Jetzt gibt es einen richtigen. Das sieht aus, also ich würde sagen, das eignet sich super als Ghostbuster. Cosplay, das Ding. Das sieht aus wie die Phasen-Dinger, die Rucksäcke. Ach so, die wollen wir auch eben. Oh. Auf dem einen Screenshot gesehen hatten, ja. Oh, wir können nochmal schauen, ich glaube, das. Ja, genau, da. Das Ding hier? Ja. Okay, gut. Das heißt, wenn du einen Flammenwerfer mal schon in die Richtung könntest, sagen, bitte nicht die Strahlen kreuzen oder sowas in der Richtung. Auch wenn es mit Feuer ist. Okay, alles klar. Vollkommen richtig. Okay, und das sind halt die Waffen nochmal hier, dann nehme ich mal an. Also die energetischen Energie. Whatever, ja. Gut, dann gibt es ein paar Sachen im Allgemeinen. Die Beschaffungsspezialisten der Jadebruderschaft in der Kjallaseng bieten nun Schubdüsen-Steuereinheiten im Tausch gegen kaiserliche Gunst und Forschungsnutzen. Was ist das nochmal, die Schubdüsen-Steuereinheit? Was brauchen wir die nochmal? Für mich klingt das auf dem. Also, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Auf dem ersten Blick würde ich vermuten, dass ja, alles klar, jetzt natürlich. Jetzt hat es wieder Klick gemacht. Die Schubdüsen-Steuereinheit ist das, was wir für die Belagerungsschildkröte brauchen. Stimmt, jetzt macht es wieder Klick. Die Änderung ist wichtig. Ich hätte mir das fast unterschlagen. Und zwar ist es ja so, wenn man die Belagerungsschildkröte machen möchte, also die Sammlung, muss man ja den Kaineng-Aussichtspunkt machen, also den Lee Strike. Und das entfällt jetzt. Also man muss zwar ein paar Items dafür jetzt sammeln und dann abgeben, kann sich allerdings diesen Strike ersparen, der ja allgemein von allen, die es jetzt gibt,
Obwohl, Ende Tempest hat immer noch eigenes für sich. Aber ich sag mal, von den ersten drei ist die definitiv, sag ich ja. Und ja, also wieder auf jeden Fall leichter gemacht, die Belagerungsschildkröte zu bekommen. Was ja eigentlich eine schöne Sache ist. Aber das verwirrt mich jetzt noch umso mehr. Warum? Wir hatten ja kurz vor dem Podcast, bevor wir gestartet hatten, hatten wir ja geredet. Und passiert im Podcast, ja. Und ja, genau. Und ich habe in einen Artikel reingeguckt, in einen Blogpost von ArenaNet, den sie am Dienstag veröffentlicht haben. Und da wird zu dem Update im tiefsten Inneren, und hier steht, die Besitzer von Guild Wars 2 End of Dragons werden im tiefsten Inneren dauerhaft kostenlos spielen können. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Dürfen dauerhaft kostenlos spielen können. Falls ihr euch noch nicht eingeloggt habt, um euch das letzte Story-Update zu sichern, habt ihr Glück. Ihr könnt in tiefsten Tiefen heute noch kostenlos spielen. Das bedeutet, wenn ihr euch also noch nicht eingeloggt habt, um euch in tiefsten Tiefen zu sichern, könnt ihr das heute nachholen. Ha, irgendwie ist da ein Widerspruch. Also jetzt verwirrt es mich noch mehr als vorher. Wie steht eigentlich, dass es dauerhaft ist? Ich finde es faszinierend, wie du von der Schildkröte da mit der Änderung da drauf kommst. Ja, genau, weil wenn das halt nicht der Fall ist, dass plötzlich im tiefsten Tief, sagen wir nicht Gyalla-Säcke, mit einem nicht so, direkt geschenkt jetzt bekommst, hab kapiert, was End du of meinst. Dragons, ja. Dann habe ich ja gar keine Chance, genau das hier zu benutzen, ohne dein Geld für die Episode auszugeben. Das ist mein Punkt. Ja, ich weiß nicht, ob das falsch übersetzt worden ist oder ob es da halt einfach noch aus Reflex irgendwie... Im Englischen habe ich nachgeguckt, da steht exakt dasselbe drin. Das ist nicht falsch übersetzt worden. Ja, ich würde einfach so als Partner würde ich empfehlen, frag doch einfach mal an der Quelle nach. Das könnt ihr, du bist ja nicht der Einzige, der das gesagt hat. Ich glaube, irgendwo anders habe ich das schon mal gehört. Ja. Könnt ihr aber nicht mehr sagen, wo das, ist super das bei Lara war vielleicht oder war es Wudenpert? Ich weiß nicht, nee, ich habe da keinen Blogpost gelesen. Irgendwo habe ich das aber auch nochmal gehört. Es ist halt einfach super strange. Also für mich war klar, dass das gehört einfach zu End of Dragons und fertig ist die Sache. Ja, so war die Ankündigung. Ja, genau. Aber dieser Blogpost ist... Aber du kannst ja nochmal nachfragen und dann können wir das vielleicht dann direkt hier klären. Machen wir eine News draus. Ja, das ist, es sollte eigentlich gehen. Aber ich weiß jetzt, was du meinst. Ich habe echt das nicht verknüpfen können, auf was du jetzt hinaus willst. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Änderung jetzt für die Leute, wo einfach nicht wirklich einen Strike spielen wollen. Weil ich glaube, es war der einzige Strike in der Sammlung, der irgendwie nötig war. Gab es noch irgendeine andere Sammlung, wo ein Strike nötig war? Für die Lead-Spezialisierung vielleicht? Das weiß ich ehrlich gesagt. Ich habe das Ding nie gespielt. Aber es war halt die Angriffsmission, oder ist immer noch die Angriffsmission gewesen, die du halt immer machen musstest, halt für Bergungsschildkröte. Und die einzige, ne? Ja. Aber, ja. Ja, ist doch schön. Machen es leichter für die Leute, wo das nicht machen wollen. Ich finde, das ist in Ordnung. Weil es ist ja auch ein Reiz hier und man braucht es ja gut, letzten Endes ist es halt auch gerade wegen den Abenteuern halt wichtig, dass man die mal über Schildkröte hat. Und für Gyalla an sich ist es ja notwendig. Ich meine, du kannst sie leihen überall, wo es Abenteuer ist. Ich meine, du kannst die Belagerung Schildkröte überall leihen, wo es Abenteuer auch ist. Ach, steht dabei, okay. Meine ich zumindest. Ich kenne das mit Laien, ehrlich gesagt, nur von den Festivals, wo immer der Reittierhändler dabei steht. Ich meine, wir haben ja deinen Stream vielleicht nochmal. Also ich meine, du kannst auch einen Rollkäfer laden, wenn du... ich war aber nirgendwo eine Belagerungsschildkröte war. Nee, aber du hast ja auch den Jadebot zum Beispiel. Dein Jadebot leihen, oder? Ja, aber Jadebot kriegst du in der Story ja geschenkt. Ja, ein Skiff auch. Nee, dann passt es. Ein Abel und Ei, ja. Und genauso wie Skiff, ja. Ja, geschenkt ist so gut, go, wohl, doch, stimmt. Ja doch, also du kriegst sie geschenkt. Wenn du eine Story folgst, kriegst du das Ding ja einfach geschenkt. Hier ist ein Schreibfehler, ich weiß nicht, ob es von uns ist oder von ArenaNet. Ja, der ist mir von auch mal aufgefallen. Ich glaube, der ist von ArenaNet. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Gut, also Spieler, die am Meta-Event Jadekrise teilnehmen, erhalten eine Verbesserung Gefahrenzulage. Solange diese Verbesserung aktiv ist, erhalten Spieler mehr Belohnung aus gereinigten Bergwerkslagern nach Ende des Meta-Events Gyalla Senke, der im tiefsten Inneren dazukam und auf der gesamten Karte läuft. Apropos Belohnung, ich habe das auf Reddit auch gesehen, wenn man jetzt das neue Meta-Event macht, die Kisten sind überall verteilt auf der Karte oder in dem Tunnel. Nein, das stimmt nicht.
Im Grunde folgst du dem Tunnel, den du nach oben wanderst. So funktioniert das Meta. Du wanderst nach oben. Super langweilig. gehst du den ganzen Weg wieder runter und auf dem Weg runter sammelst du dort dann über die Truhen auf. Mhm. Weil die sind halt, also du musst wirklich nur den Gang runterlaufen. Du musst halt gucken, ein paar Truhen sind dann über dir. Die sind dann ein bisschen umständlich platziert tatsächlich. Aber im Grunde ist es nur der Gang runter. Die sind jetzt nicht in der ganzen Yala-Senke verteilt. Ja gut, aber in dem, ich meine den Tunnelbereich. Ich habe halt den Screenshot gesehen und da war es halt wieder so, wie so eine Spirale, so ein bisschen außenrum. Das war nicht so, wie es mal jetzt, wie es jetzt allgemein mittlerweile ist, das alles irgendwie so gefühlt um den, wo der Bus besiegt um worden ist, Boss. Rumsteht. Sondern das ist jetzt wieder irgendwie so, wie es früher halt war. Ja, aber es geht eigentlich. Und das, man muss auch sagen, es sind eine Menge Truhen, die du da looterst. Also ja, da ist ja tatsächlich knausrig, was du da so rauslootest auch. Was haben wir noch? Jadebot-Filter, die bisher nach der Einnahme der Basen Jade, Säulen, Punkt und Behemoth-Bresche gekauft worden werden konnten, sind nun dauerhaft zu einem höheren Preis erhältlich. Es wurden zwei neue Optionen für Jadebot-Filter hinzugefügt. Ja, ich finde die Jadefilter immer noch furchtbar, ehrlich gesagt. Ja, jetzt, es ist ja so, die bringen ja auch Boni, ne? Also es gibt den einen, der wurde ja ganz oben schon erklärt, der dann halt eine höhere Chance gibt, die energetisierten Waffenlager der Lachsenjägerland zu bekommen, also diese neuen Waffendinger. Die sogar aktuell, also dieses Waffenlager ist gar nicht so uninteressant. Die sind, glaube ich, gerade bei 44 Gold oder so das Stück, die Truhe. Also es lohnt sich da, diesen Filter auszuwählen, damit man auch die Dinger dann bekommt am Ende. Ja, und zwar bekommt. Genau, und es kam halt noch, das ist einer der Filter und kam noch andere. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit den Filtern auch nicht weiter beschäftigt. Ich habe mir einfach nur gedacht, gib mir das Ding. Ich möchte spielen. Ich möchte nicht darüber nachdenken, ob das jetzt Sinn macht, ob ich diesen Filter nehme oder den anderen. Ja, das ist so ein unnötiges Gameplay-Feature, was einfach, es macht das Spiel nicht angenehmer, sondern es nervt nur von, wenn man dann zurückporten musste damals und sich wieder auffrischen muss und dann einfach vom ganzen Event einfach weggehen muss, weil man die keine Aufladung mehr hat. Es ist halt eine nette Rollenspiel-Idee, die aber halt einfach im normalen Gameplay auf der Karte und im Meta halt einfach völlig fehl am Platz ist. Finde ich jetzt. Aber gut, das war ja nicht der Einzige, wo da ein bisschen gemutzt hat. Gut, ansonsten haben sie bei dem überwältigt Jadebots mit Funktionssteuerung und repariert abgestürzte Bot. Dann wurde die Spielbalance ein bisschen besser gemacht bei dem Event. Lorbeer-Kaufleute haben nun die Anreicherung Kodas, Wermund oder Segen auf Lager. Gut. Was ist Otters Segen nochmal? Es geht um die Otter-Infusion. Also es sind halt nicht Otter, es sind ja Anreicherungen. Wollte nur bestätigt wissen. Das ist halt das, was damals eine Nieselwaldküste, genau. Wenn du die halt einmal freigeschalten hast, also du kannst das Ding halt nur auf einen Charakter aktuell, konntest du das nur verwenden. Jetzt kannst du halt noch ein paar Mal kaufen. Mhm. Für deine anderen Charaktere eben dann auch. Okay. Was ja vollkommen in Ordnung ist und auch vollkommen cool ist. Ja, dann haben wir noch die erste Treiberfertigkeit, warum auch immer das Treiberfertigkeit heißt. Der Belagerungsschildkröte Kracher ermöglicht nun schneller nach dem Angriff wieder kontrollierte Bewegung. Da geht es halt ganz einfach eigentlich nur um die Abenteuer, damit halt da die Schildkröte nicht so ewig an einem Punkt klebt, weil sie sich noch ewig aufrichten muss, damit sie wieder laufen kann. Ansonsten der Optionswert für Umweltzonenintensität wurde auf 100% zurückgesetzt, was auch immer das bedeutet, um ehrlich zu sein. Dies dient der Erhebung eines Fehlers in den bisherigen Standardwert auf 40%. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ja, ist das irgendwas Grafik? Könnte sein, dass es auch wirklich über die Übersetzung verloren gegangen ist. Das könnte passen, tatsächlich. Tatsächlich passen. War schon Englisch. Mit einem Augenblick. Ach ja, Übersetzung. Ihr könnt euch übrigens bei Arena.net bewerben, wenn ihr deutsche Übersetzung machen wollt. Da gibt es, meine ich, immer noch eine offene Stelle tatsächlich. Ja, falls ihr die nächste Person sein wollt, die aus Gran nicht hier Gran macht, Gräne macht, dann ja. Das guten Gräne.
Ja, keine Ahnung, was das ist. okay, das ist tatsächlich eine Option. Ich habe es auch nur rausgefunden, nachdem ich nach dem englischen Begriff gesucht habe. Ist das Ding wirklich so komisch im Deutschen? Umweltzonenintensität? Das wären halt diese Flocken, die dann runterrieseln und solche Geschichten. Ach so, der ganze Dreck in der Luft an. Ja, genau. Was im Prinzip immer vor deiner Kamera Feinstaub positioniert ist. Ja. Der ganze Feinstaub. Oder Schnee zum Beispiel ist das Gleiche. Oder Regen, das steht alles. Gut, mit dem Regen haben wir, glaube ich, hier nicht irgendwie gefühlt. Aber halt diese Glühwürmchen, die du da irgendwo rumfliegen siehst und so. Das ist wohl die Umweltzonenintensität. Oder auf Englisch Environment Zone Intensity. Ja, das ist tatsächlich eins zu eins übersetzt. Intensity. Okay, ja. Gut. Genau, da gab es wohl. Also, auf 40 Sets hat man weniger Stichmücken vor der Nase. Interessant, auch der Punkt, der Launcher reagiert nur auf Doppelklicks der Maus. Ist so, okay. Wie reagiert er denn darauf? Ich weiß nicht, auf das Spiel starten, dann kannst du mit Doppelklick geht's genau. Oder ist das wirklich so eine Sache? Oh, das kann sein, dass es tatsächlich mich ein paar Mal getriggert hat, weil ich relativ oft mich ein- und auslogge und so und Account wechsle. Kann sein, dass ich da mehrmals auf Login drücken musste, damit er dann losgelegt ist und ich habe immer hier Doppelklick gemacht und habe mich gefragt, warum der eigentlich nichts macht. Das könnte vielleicht sein. Ansonsten haben wir noch zwei Bugfixes beim Messmann gedehnte Zeit, wo im PvP der Tatendrang Zeit von 5 auf 3 Sekunden reduziert. Ich meine, das müsste der Chronomant sein. Und dann haben wir noch den Waldläufer, der in Sachen ungezähmter müsste das auch sein, ein bisschen Schadensreduzierung im PvP. Nur im PvP. Das sind so kleinere Anpassungen, die man da vorhat. Gut, dann haben wir die Patch-Notes hinter uns gebracht und würden sagen, gehen wir mal auf das Update an sich ein, oder? Ja. Da gehen wir doch mal zu Mr. Durzan hier. Hast du das ja schön gemacht. Ja. Lassen wir dich einfach im Hintergrund laufen. Ja, also ich würde auch noch kurz über die Story vorher noch über den Meta reden. Ja, gerne. Also Meta-Event habe ich nicht gespielt. Also Meta-Event ist eigentlich, also der Witz ist, das Meta-Event und das Ende der Story laufen tatsächlich parallel ab. Die laufen zur gleichen Zeit tatsächlich ab, so wie man es von der Nieselwaldküste zum Beispiel kennt. Um ganz einfach erklärt zu haben, das Meta-Event endet, der zweite Teil ist, wir laufen mit einer Schildkröte, müssen wir immer wieder mit einer Argenschildkröte immer wieder Energien einsammeln, damit irgendwelche Batterien befüllen und damit kommen wir dann Stück für Stück dann im Tunnel immer weiter. Das ist super langweilig, dauert super lang. Und dann am Ende hast du einen Bossfight, wo du noch mehr Energien sammeln musst mit Belagung Schildkröte. Dann gibt es da einen Roboter, einen Jade-Bot, einen großen, den du da mit der Jade-Energie befüllen kannst. Und ein Jade-Gewehre, die du schießen kannst. Und ich habe das Event noch nicht 100% verstanden, aber irgendwie gibt es da 1000 verschiedene Möglichkeiten, die du da gefühlt in diesem Meta-Event machen kannst. Der Boss sieht mega cool aus, den werden wir auch gleich noch sehen, weil er ist tatsächlich auch Teil der Story. Ist also der gleiche Boss dann, oder? Das gleiche Modell. Es ist exakt derselbe Boss, nur vom Gameplay anders. Okay, also in der Story. Wir sind hier gerade in der ersten Story-Instanz. Wir hatten ja zuletzt die Nachricht von Gorik erhalten, dass er ein tolles Gerät entdeckt hat oder entwickelt hat. Und das ist der keine Ahnung mehr, wie das Ding heißt. Im Grunde muss das Ding durch unsere starken Gefühle befüllt werden. Das ist die Idee. Damit wir dann halt am Ende den Dämonen Rekollektor, ja, wunderschönes Wort. Damit halt am Ende dann, damit wir den Dämonen aus der dunklen Höhle rausziehen können und ihn dann bekämpfen können. Das ist die Idee hinter. Er war ja auch schon so weit eigentlich am Ende der letzten Story angekündigt, dass wir praktisch der Köder sind. Mhm. Und damit wir das jetzt befüllen können, müssen wir an einige Orte einkehren, wo wir starke Gefühle dann haben werden. Also, es geht los. Ich finde es ja interessant, also sie haben tatsächlich Jade benutzt, da werden Emotionen gespeichert.
Ich habe es nicht weiter hinterfragt. Es wird auch nicht weiter erklärt. Ich habe gesagt, yeah, okay, yeah. Den hast du dich an der Stelle ein. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, aber okay. Jetzt kommt tatsächlich ein schöner Teil, denn man geht als erstes geht man zu Maitrin, an den Ort, wo Maitrin gestorben ist. Das müsste gleich, wenn du ein bisschen weiter skippst, gleich kommen. Ist da, wo der Reaktor-Level ist, der Bioshock-Level. Genau, da wurde dann eine kleine Gedenktafel für Maitrin aufgestellt. Und dann erinnert man sich an eine Szene, an einen Dialog zwischen Maitrin und Marjorie tatsächlich aus End of Dragons. Und dann hat man halt starke Emotionen und der Recollector wird dann gefüllt. Und dann kommt eine ziemlich coole Geschichte. Und zwar abhängig davon, welche Add-ons du freigeschalten hast, hast du unterschiedliche Optionen noch zur Verfügung. Ja, ist das tatsächlich so? Oder? Ja, weil ist tatsächlich so. Weil es ist so. Das ist bestätigt, wir hatten spekuliert darüber. Nee, das ist tatsächlich so, okay. Weil sonst könntest du gar nicht alles machen. Also es ist auch so, du musst nur 3 von insgesamt 5 Möglichkeiten machen oder sowas. Nee, 2 sind es, glaube ich. Oder sind es dann 2? Warte mal. Nee, was hast du? Doch, das waren 2. Ich habe danach nämlich Flask und Blish gemacht. Mhm. Wenn du nur End of Dragons besitzt, kannst du Blish machen und was war das andere? Nee, Zinder war das. Zinder. Ja, das ist sowieso wahr. Aber lass uns doch erstmal nochmal kurz zu Maitrin zurückgehen, weil die Dialoge hier sind ganz gut, weil es gab ja auch viel Kritik damals, dass Maitrin vielleicht, jetzt da Staffel 1 zurück ist, weiß man ja, was Maitrin gemacht hat, auch wenn sie haben sie ja ein bisschen umgeschrieben und neu vertont in Staffel 1, damit ihr nicht ganz so diabolisch rüberkommt, wie es im Original war. Aber viele hat es halt nicht gefallen, weil es ein bisschen zu weich gespielt worden ist, weil sie hat ja im Prinzip ziemlich böse Dinge gemacht, viele Leute umgebracht. Und End of Dragons hat da ja genug dran gearbeitet, dass er eigentlich sympathisch ist und dass wir dann traurig sind, dass er dann sich geopfert hat. Aber das Schöne hier an der Episode ist halt einfach auch, dass der Kommandeur selber sagt, dass sie halt schlimme Dinge getan hat und dass sie auch halt dann auch sagt, okay, aber am Ende hat sie halt versucht, was Gutes und so zu machen. Also man geht tatsächlich ein bisschen auf die ganze Sache ein und gibt dem Ganzen noch Tiefe und ja, geht nicht so diesen Trend, dass man irgendwie immer ein Bösewicht die ganze Zeit verzeiht. Ja, wobei ich es ein bisschen fraglich fand. Also, ich konnte mir nicht vorstellen, dass man wirklich eine Gedenktafel für Maitrin aufgestellt hat. Weil, warum sollte man das tun? Ne? Keiner in Kanta, außer wir, die dort vor Ort waren, wissen eigentlich, was dort passiert ist. Na gut, ich bin ziemlich sicher, dass Yao und Chun zum Beispiel damit geholfen haben, einfach auch. Yao war gar nicht dabei. Ja gut, aber Yao weiß es ja von uns. Und Jun wird uns ja genauso geglaubt haben. Also so ist es ja nicht. Wir haben ja letztendlich mit denen allen die Welt gerettet. Aber der Punkt war halt einfach, wenn der Reaktor hochgegangen wäre, hätte es halt eine Riesenkatastrophe gegeben, weil da war so viel Energie drin, das hätte kein Denk zerstört. Also sie hat im Prinzip schon die Stadt gerettet komplett. Ja, damit. Aber ich fand es ein bisschen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man für die Person, also wenn man eine Realität sieht. In der Realität hätte kein Mensch dafür eine Gedenktafel aufgestellt. Doch, würde ich schon sagen. Also wenn jemand die ganze Stadt mit so vielen Menschen rettet, bevor sie in einer riesen Magie-Explosion untergehen, doch schon. Weil du musst auch mal bedenken, die in Kanta, die wissen ja nicht, du hast ja Übersee gemacht und für die ist wahrscheinlich nur wichtig, was jetzt in dem Moment war. Also ich denke, das passt schon ganz cool. Das ist eigentlich eine schöne Geschichte. Ich fand es halt ein bisschen seltsam, weil wir würden da schon großartig gedenken. Die einzige Person, die da gedenken wird, das sind wir und die Personen, die halt mit Maitrin direkt Verbindung haben. Aber halt irgendjemand anderes, glaube ich nicht, das ist sehr großartig. Das war so ein bisschen es gibt doch auch Presse und das ganze Ding. Ich fand es super seltsam, dass da einfach eine Gedenktafel für Maitrin aufgestellt war. Ich habe mich da ein bisschen gestört. Danach hat man halt eben die Möglichkeit, eine Wahl zu machen. Also wenn du nur End of Dragons besitzt, kannst dann eben weitermachen mit Blish oder Cinder dich empfehlen, auswählen. Wenn du Pathfire besitzt, kannst du Flask nochmal besuchen gehen. Und ich meine, die Heart of Thorns Geschichte wäre Orin gewesen. Ich habe dann eben Flask und Blish genommen, erst Flask, dann Blish. Und es ist dann auch so,
du brauchst halt eben Path of Fire für Flask, weil du auch in Path of Fire Gebiet reingehst. Und dann hast du dann, im Grunde ist es dann immer Schema F, also sowohl bei Blish als auch Flask war das ziemlich Schema F. Du bist an Punkte hingegangen, die irgendwas über den Charakter erzählen sollen, hast mit denen interagiert, dann wurde irgendeine Erinnerung ausgelöst und das war's. Ich fand es ein bisschen seltsam, dass man sich für Flask ehrlich gesagt entschieden hat, weil ich saß so da so, das macht mehr Sinn als Cinder, aber okay. Ja, also ich habe nur gedacht, ja. Jetzt spoilerst du jetzt schon ganz das andere hier. Mensch, Hilfe, du bist furchtbar. Das machen wir erst nachher. Flask ist halt so eine Sache so, ich weiß nicht, ob der Kommandeur da so eine krasse Bindung zu Flask innerhalb dieser kurzen Zeit, wo man ihn mal kurz getroffen hat und der selbst da war schon tot eigentlich. Ob er die wirklich hergestellt hat. Nee, also das war auch etwas, was halt jetzt, sag ich mal, in anderen Discord oder im Reddit so ein bisschen diskutiert worden ist, warum hat man die Charaktere ausgesucht. Ich denke einfach, das sind direkt Charaktere gewesen, bei dem der Commander indirekt am Tod schuld war. Das ist der Flask? Naja, doch, natürlich, klar. Also, da muss ich echt Breach danken, dass er das Path of Fire erst vor kurzem gespielt hat, weil Flask letzten Endes rettet uns ja. Der Baldassar würde uns ja umbringen hier schon. Bei dem Kampf, weil wir gegen ihn verlieren. Und Flask letzten Endes opfert sich dann. Oder beziehungsweise Baldassar will uns töten und Flask springt halt davor. Ja, und aber ich fand trotzdem Flask ein bisschen seltsam gewählt. Das hätte ja durchaus ja, aber das geht bessere darum, Varianten. Es geht ja darum, gib für mir die Leute, Choco. Wo sich... Ja, aber Choco hat sich nicht für den Commander geopfert. Nein, hat er auch nicht. Und das ist halt die Idee, glaube ich, auch dahinter. Cinder ist richtig schlimm. Ich habe ja bei Wooden Potatoes den Walkthrough angeschaut an dem Abend und dem dann gezeigt. Und der hat keine Ahnung mehr gehabt, wer Cinder war. Also Cinder musste auch ein bisschen überlegen, wer Cinder eigentlich war. Ja, ich musste auch erst überlegen, aber ich bin dann tatsächlich selber drauf gekommen. Es ist halt eine Sache, mit der ich halt nicht mehr so viel zu tun gehabt habe. Ja, viele verstehen nicht, warum man Cinder nimmt. Das ist also, aber das ist das gleiche Problem halt gewesen. Sie starb im Prinzip, wir waren indirekt verantwortlich, weil wir haben sie gefangen genommen und Smodor bringt sie halt um. Und dadurch ist ja dieser ganze Eisbrotkrieg dann letzten Endes völlig, also der ist schon eskaliert gewesen, aber das war der Moment, wo dann Ryland halt gesagt hat, okay, ich war Champion von Jormark und mach halt wirklich alles. Und in dem Sinne schon war das halt definitiv etwas, also was ich auf jeden Fall so interpretiere, ist, das kann natürlich auch falsch sein, war das schon ein wichtiger Moment, wo der Kommandeur halt einfach völlig versagt hat. Aber gut, das war allerdings auch was, wo man keine Kontrolle darüber hatte. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ja dann, ich glaube in dem Fall ist es Chulmo, warum auch ausgerechnet Chulmo da ist, keine Ahnung. Ich nehme mal an, weil sie einfach nicht jeden Synchronsprecher da haben konnten, weil so teuer war, deswegen war wahrscheinlich der mit. Also ich hätte den guten alten Ryland hätte ich vielleicht noch verstehen können, tatsächlich. Ja, Ryland hatte ich auch gedacht, aber das Problem weil du konntest eigentlich nie darüber reflektieren, eigentlich, über das Ende von der Eisbrot-Saga. Oder genau, ja, guck mal, genau, Almora habe ich mich auch gefragt, warum nicht Almora? Ja, ihr habt vollkommen recht, also Tybalt würde es sehr großen Sinn machen, weil... Ja, Tybalt hat ja seinen Auftritt auf jeden Fall. Episode war... Ja, hat auch tatsächlich in dieser Episode seinen Auftritt. Ja, am Ende dann halt, aber... ja klar, aber das macht ja Sinn, wir hatten ja schon Air, wir hatten Traherne und wir hatten unseren Mentor. Und die kamen ja schon vor und das war ja schon mal Schuldgefühl. Und ich bin auch ganz froh... Soja ist nicht tot. Noch nicht. Ja, weiß ich mal nicht. Nein, sie ist nicht tot. Aber das ist halt der Punkt. Also es sind tatsächlich Charaktere, die wichtig waren oder wo man halt ihnen direkt schuld waren, wo sie entweder für uns geopfert haben oder wir direkt den Tod halt mit verursacht haben. Und ich find's gut, weil sonst hätten sie jetzt wieder er schon wieder aufgewärmt, schon wieder den Mentor, was halt irgendwann einfach zu viel ist. Irgendwann muss man halt einfach mal abschließen. Und auch wird der Mentor halt, auch nicht hochgebracht. Traherne ist halt komisch, weil Traherne hatte diese Epilog-Quest bekommen mit Kalabolg und der hat auch in dieser Episode seinen Auftritt bekommen. Der hat auch in dieser Episode seinen Auftritt bekommen.
Warum willst du die ganze Zeit immer das Ende spoilern? Na, sag doch gleich. Ja, aber das ist nur so. Ich wollte nur gesagt, auch er hat seinen Auftritt. Nein, darum geht's doch nicht. Es geht aber darum, dass wir also, mit unserem Frieden mit Traherne eigentlich gemacht haben. Deswegen, dass Traherne jetzt wieder als Trauma kommt, ist ein bisschen schwierig. Weil das war ja tatsächlich etwas, was man in seiner Questreihe mit dem Schwert. Es ist so schwierig mit dir hier zu sagen. Was interessiert mich deine Erfolgskurve hier? Oh mein Gott, das ist echt schwierig hier. Du düst da gerade. Ja, deswegen. Blish sind wir direkt verantwortlich, weil wir Blish letzten Endes ja, allein gegen Blish habe ich nichts gesagt. Also ja, Blish war, glaube ich, mit das Beste. Ja. Aurene kann ich nicht beurteilen, weil ich Aurene nicht gespielt habe. Ich. Keine Ahnung. Also Aurene ist ja die Heart of Thorns Variante. Wahrscheinlich geht es darum, wie es aus dem Ei geschöpft ist oder sowas. Ja, man tut damit auch Fischen. Also man holt einen Fisch, dann macht man das nochmal ein bisschen nach. So. Macht man das da auch, okay. Ja gut, aber Aurene, ja. Aurene ist das Gleiche. Aurene hat sich für den Kommandeur geopfert. Ja, ich hab ja nichts gegen Aurene gesagt. Also Aurene kann ich mir gut auch vorstellen. Wir haben mit der eine krasse Verbindung, die ich persönlich nicht ganz so fühle, aber wir haben eine krasse Verbindung mit der, ihr und ja, das konnte ich schon nachvollziehen, aber Syndra finde ich schwierig. Ich fand halt Flask ein bisschen schwierig. Gegen Blish, Aurene und was war die dritte Möglichkeit? Aber wer starb denn noch für den Kommandeur letzten Endes? Ton, oder? Ton, der Asura, der das Untotenschiff mit Bomben gemacht hat, wo da gestorben ist, wo die Ehefrau von ihm, die Asura, uns in Heart of Thorns immer noch als Mörder-Commander bezeichnet. Aber das ist halt etwas, was in der persönlichen Geschichte dir all deinen Weg, wo du dir aussuchst, beim blassen Baum. Wie war das mit der Priesterin von Balthasar in Staffel 4? Nein, die ist nicht gestorben. Saphira Nicht gestorben. Aber sie hat sich an uns gerecht. Weil ja, in dem Postkampf mit dem Sniperkampf dann. Aber es ist ja auf unserer Seite. Das genau, aber das hättest du ja durchaus auch nochmal begegnen können, ne? Also. Weiß nicht, wir hatten das Problem mit ihr gelöst. Sie ist ja nicht gestorben oder sich geopfert für uns. Und ich glaube, hier geht es wirklich darum, für ja, die genau, Leute, gut. Wo halt. Sie hat das Problem mit uns gelöst. Das ist vollkommen richtig. Aber haben wir das Problem mit uns selbst gelöst? Ne? Wir hatten kein Problem mit ihr. Wir wollten einfach nur das Schwert von Balthasar haben. Nee, tatsächlich, wir hatten kein. Du verstehst nicht, was ich meine. Ja. Sie hat uns ja angegriffen, weil. Er hat das Schwert von Balthasar mitgenommen, was wir brauchen, um die Balthasar-Magie zu haben, damit wir in die Nebel kommen. Und warum hat sie uns uns weggenommen? Weil wir Balthasar getötet haben. Und damit ihre Lebensgrundlage weggemacht. Sie war die Priesterin. Und der Orden hat sich aufgelöst. Die denken alle, dass Balthasar der Böse ist. Und die Menschen vertrauen dann halt ihr und ihren Priesterinnen halt einfach nicht mehr. Und all das Gute, was sie gemacht haben, ist völlig irrelevant, weil. Er hat einmal jetzt was Böses gemacht, deswegen. War da nicht noch ein dritter Grund? Warte mal, Nein. Da war noch ein anderer Grund. Das war der Grund, weil das war tatsächlich das, was Breach diese Woche gespielt hat, deswegen weiß ich es noch ganz genau. Dialoge noch im Kopf. Ja, wirklich. Bitte. Das steht leider auch nur da, dass es eine trauernde Priesterin ist. Aber worum sie genau trauert, weil ich meine. Habe ich dir gerade erzählt, dann hör mir doch mal zu. Du kannst mir vertrauen. Sie hat aber noch tatsächlich noch was Persönliches, noch was anderes gehabt. Nein, das ist halt das Problem. Die machen so viel gut mit ihren Priestern. Da sind so viele auch im Namen von Balthasar damals gestorben, weil sie an ihn geglaubt haben. Nicht im Kampf, aber davor schon einfach. Das gehört mit denen ihren Glaubensrichtungen dazu. Und das alles war mit sich nutzlos, weil die Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch eine Liebschaft war. Darum geht es mir. Nein, da war keine Liebschaft. Ich meine, sie hat ihren Gott geliebt, wie man halt seinen Gott liebt. Ja, aber vertrau mir, ich habe das erst diese Woche in den Dialog gehört und den Bosskampf gesehen, von daher. Gut, aber wie gesagt, der Punkt war halt einfach der, dass das Trauma hier vor allem auf die Leute ist, wo für den Kommandeur gestorben sind oder wo der Kommandeur schuld war, dass die Leute gestorben sind. Und deswegen ist halt diese Auswahl gekommen und da wird es halt ein bisschen schwierig. Und Almora und Traherne und Mentor, wie gesagt, waren halt schon vorher
die hatten wir schon abgearbeitet, in Anführungszeichen, durch den Endbosskampf des letzten Updates. Deswegen sind jetzt andere da. Gut, würde ich sagen, oder? Aber haben wir nicht eigentlich, ich überlege auch gerade, haben wir nicht auch mal Pflaster eigentlich schon längst erledigt gehabt? Gab es nicht auch irgendwo eine Szene, wo wir um den nochmal getrauert haben und so? Ich fand es ein bisschen... Ja, nee, wir haben seine Bruchstücke eingesammelt, wo er seine Geschichte erzählt hat. Aber das ist auch die Sache, die Leute sagen alle, wie sind da und Co. ist nicht so gut. Und ich kann zwar ein bisschen nachvollziehen, aber er muss einfach nur die Kommentare von unserem Kommandeur einfach anhören. Weil der Kommandeur sagt klipp und klar, was das Problem ist und warum er sie so fühlt. Das wird im Dialog tatsächlich immer mit dem Partner, wo du mit dabei hast, halt gemacht, die halt als moralische Unterstützung da. Und bei Sinta ist das Gleiche halt. Halt viel Schuldgefühle halt einfach drin. Aber, ja gut. Blish macht halt Sinn, weil es halt wirklich ja. Wegen Gorik auch und so weiter. Das ist, Blish war halt viel näher, als jetzt wirklich eine Sinta ist, aber ja. Ja, also Blish, ich glaube, da kann keiner was dagegen sagen. Nee, Blish war toll. Was halt nur seltsam ist, Blish ist, dass Blish zu den Dingen gehört, zu den End of Dragons Optionen gehört, im Grunde. Also für die Leute, die nur End of Dragons besitzen, sind gezwungen, Blish zu machen, haben aber keine Ahnung, wer Blish eigentlich ist. Ja, das ist auch teilweise ein großer Spoiler. Das irgendwie. Ist auch sehr seltsam dann eigentlich. Aber ja, aber okay. Gut, in dem Fall macht es Sinn, weil Gorik dazu kommt, weil den... Ja gut, dass Gorik dabei, ich sag ja, das, also ich find's halt nur seltsam, dass für eine Person, die nur End of Dragons kennt, dann zu Blish geschickt wird, beziehungsweise zu Cinder, was auch nicht viel mehr Sinn macht. Ja. Ich muss mich nur kurz ausreden, dann hätte ich das gesagt. Aber es liegt daran, weil wir ja in der Zwischenphase diese 10 Wochen die Dialoge hatten mit Gorik, also seine Aufnahmen. Und da hat er ja erzählt, dass er ja auch was von dem Dunsch abbekommen hatte und dann Blish ihm erschienen ist. Und damit vor allem die großen Schuldgefühle, die er hatte wegen Blish. Und das heißt, die Leute wissen das zwangsläufig und deswegen macht es Sinn, weil hier auch Gorik mit uns darüber redet. Das ist auch für Gorik auf eine gewisse Art und Weise so ein bisschen Therapiestunde. Deswegen macht es Sinn, dass sie da Blish haben. So würde ich es mal sehen. Gut, nachdem wir das Ganze dann haben hier, also die Traumagefühle, Dingbums in den Recollector drin haben, schickt uns Timmy in Schrattel. Ja, Schrattel heißt auf Deutsch. In Schrattel hier nochmal runter in die Mine, wo wir einfach bei Dämonen ein bisschen das Zeug testen. Hier hat dann auch Kuga gerade im Chat gefragt, warum wir nur jetzt hier Schattel drin sind und später nicht. Ja gut, ich nehme einfach an, weil wir noch nicht hundertprozentigen Schutz gegen den Dämon haben und so wollte sie halt verhindern, dass wir irgendwie direkt hier in Gefahr kommen. Ich nehme an deswegen. Außerdem war es cool, in Schattel drin zu haben. Apropos Schrattel, ich spiele ja nur Asura, du spielst ja nur Asura. Bei Asura ist es ja so, dass man sagt, ja, das passt perfekt, wir haben noch schön viel Kopffreiheit. Mm. Ich habe dann im Chat, glaube ich, von anderen Leuten gelesen, die einen Char und so weiter hatten, da es sieht halt anders aus. Ich glaube, so ein Char, ganz schön Presswurst da drin, oder? Oder Norn. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht. Ja, da gibt es anscheinend einen anderen Dialog dafür, wenn du einen anderen Charakter hast. Also. Ach so, stimmt. Das habe ich tatsächlich ein bisschen am Rande mitbekommen, wo einer gemeint hat, oh cool, rassenabhängige Dialoge. Und ich so, hä? Verstehe ich nicht. Mich würde ja interessieren, ob er bei Blish, weil bei der Blish-Sache gehen wir ja auch auf Studien und alles, was er macht, oder was er gemacht hat, ein. Und Asura-Dialog klang halt ziemlich interessiert so in die Richtung. Ich weiß halt nicht, ob das auch ein bisschen anders ist bei anderen. Ich meine, so ein Norn spricht ja anders als ein Asura, der einen Kolleg fertig gemacht hat. Also, aber da bin ich mir nicht sicher, ob der Dialog da auch anders ist. Aber grundsätzlich finde ich sowas großartig. Sagt jeder was anderes tatsächlich. Übrigens, man kann damit auch gleiten. Das war das, was ich da gerade gemacht habe. So, was schreibt Kuga noch? Als Mensch stößt meine Nase am Glas an und man klingt gleich nasal. Oh mein Gott, das ist großartig. Guck mal, dafür liebe ich das Soundteam in Guild Wars 2. Das sind die kleinen Details, die halt großartig sind. Und was haben wir von Mew? Char sagt, dass die Hörner an die Decke stoßen. Alles klar. Sehr gut. Ah, perfekt. Ja, aber das sind die kleinen Details, was toll sind. Gut, wenn wir die Sache dann erledigt haben, kommen wir relativ schnell wieder raus und quatschen hier wieder mit unseren Leuten weiter. Genau. Was kommt dann dort so? Dann suchen wir uns Dinge. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum wir jetzt anfangen, irgendwelche Kisten aufzuräumen.
Nach dem Motto, wir können mal die Kiste ja durchsuchen, weil wir finden vielleicht was, was wir verwenden können, so nach dem Motto. Und der sucht anscheinend, was steht hier bei dir auf der rechten Seite auch nochmal? Ja, also im Grunde habe ich es so verstanden, er sucht irgendwas, aber was weiß er auch nicht so ganz, aber dann hat er es gefunden und das ist klar, wir haben nach darf ich es nicht falsch sagen, Cursic. Ja, waren Cursic-Siegel, die wir gesucht haben. Ach ja, stimmt, genau. Wir suchen ja jetzt einen Grund, wie man den Dämon durch ein Bann-Ritual, glaube ich, nehme ich mal an. Schutzzauber ist das. Ein Schutzzauber. Incantations sind Schutzzauber. Ja, wie gesagt, ich habe das gehört. Es war ein bisschen, ich fand es ein bisschen komisch, dass wir angefangen haben, Kisten zu suchen nach einer Lösung, die Dämonen. Ich so, warum müssen wir dafür in Kisten suchen? Ich meine, das haben die da gefunden, weil hier waren doch damals die, war das jetzt hier der Lachsen-Cursen-Stützpunkt teilweise, Artefakte, die es da gefunden. Der weiß ja zufällig, wir haben da was. Ich fand's ein genau, wenig seltsam. Genau, steht ja auch dahinter in der Kiste drin, rechtmäßig erworbene Güter. Also ja gut, das haben wir geklaut. Da war schon klar, dass sie nicht rechtmäßig. Das wird dann auch gleich noch thematisiert tatsächlich. Ja, genau. Es gibt auch ein paar kleine Jokes da drin, würde ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, ehrlich gesagt. Im Grunde, was man da halt findet, ist dann halt ein Lachsen. Cursic. Das war Cursic, meine ich. Siegel. Und das nimmt dann auch Rama an sich. Und im Grunde, um die ganze Story abzuschließen, das war auch übrigens seltsam. Hier war der NPC gestanden und Rama stand mitten im Arborstein und hat rübergerufen zu ihr. Ich habe mich nur gefragt, warum die sich nicht normal unterhalten konnten. Muss irgendwas schief. Ja. War ziemlich witzig. Im Grunde geht es darum, wir suchen eine Person, die uns mehr über Schutzzauber beibringen kann, beziehungsweise die Nutzung von Schutzzaubern. Und dafür brauchen wir eben diese Cursic-Siegel nämlich auch. Oder Luxen. Ich weiß schon immer noch nicht, was es Cursic ist. Es oder Cursic. Cursic, also es ist doch Cursic. Okay. Wurzig. Im Grunde werden wir dann in die Bibliothek geschickt. Dann gibt es übrigens einen tollen Erfolg, wo man alle Bücher mal durchlesen kann. Es gibt auch einen tollen Roman von Goldklaue übrigens. Von Snagel. Ja, ich kenne nur die englischen Dialoge, weil Woodward das vorgelesen hat. Der ist, glaube ich, der schlüpfrigste, was sie bis jetzt geschrieben haben. Ja, wer ist nun dieser Charles Mull? Ja, Charles Mull und dann Nicht-Tetra. Und die Saphir-Geschwisterschaft. Irgendwie ja, das sowas ist die Tetra von den einen, deine Baumdinger. Es ist schon sehr gut geschrieben, ja. Ich habe. Ja, aber ich glaube, irgendwie ging es darum, dass die Haut aufeinander reiben oder so in der Richtung irgendwie. Also das war glaube ich, die schlüpfrigste, die sie je geschrieben haben. Das war schon, hat an der Grenze, klar. Schlüpfrig ist nur das, was wer denkt, dass es schlüpfrig ist. Jedenfalls finden wir dann am Ende auch ein Buch, das im Grunde, ich habe es bezeichnet als Schutzzauber für Dummies. Aber es gibt doch diese Dummy-Bücher. So kam mir das ein bisschen rüber. Und im Grunde bringt uns das aber auch nicht so ganz so weiter, das Buch, weswegen wir dann eine Expertin auch suchen werden. Ja, da haben wir das tolle Buch. Mit der. Oh, guck mal, hier steht es doch. Ich lese einfach mal vor, weil das ist ja hier ein jugendfreier. Die letzte Seite ist interessanter. Ja, er legte die Arme um sie und zog ihren Stamm zu sich heran. Sein muskulöser Unterleib presste sich an ihre harte Rinde, bis sich der leichte, stechende Schmerz dieser beiderseitigen Reibung. Geh da mal um hier. Wie kommen die damit durch? Genau, bei der Reibung mit jeder rhythmischen Wellenbewegung immer mehr in dumpfen Genuss verwandelt. Oh, Tantra. Oh, Chalmu. Achso, ihr habt Chalmu verstanden. Chalmu. Chalmu ist auch nicht schlecht. Ja, genau. Also wir finden dann irgendwann, meine Güte. Das müsste, glaube ich, in dem Fall schon das Buch, glaube ich, sein hier. Romantikzauber für Nicht-Romantik. Nein, wir werden nicht über alle Bücher reden. Nein. Ich habe sie ja alle durchgelesen. Wenn ihr es nochmal sehen wollt, spielt NBA Destroyer, guckt euch den Spiel. Genau, wir haben irgendwann das Buch. Wir können mit dem Buch im Grunde nichts anfangen, weil es ist halt nur das ganz einfache Ding für Dummies.
Deswegen suchen wir ja nochmal eine weitere Expertin auf. Das müsste, genau, ich wollte gerade sagen, wir müssen noch kurz in Pause kommen. Ja, genau. Auch ganz witzige Geschichte, die hat halt, fragt dann halt auch, wo haben wir eigentlich die Siegel her? Und Rama erklärt dann, ja, das hat er geerbt von einem Onkel, den er gar nicht mag und übrigens auch nicht blutverwandt und so weiter. Und er lernt halt im Grunde damit umzugehen. Na, es gibt erstmal einen Fehler, fällt erstmal bei der ganzen Geschichte, das ist das, was wir hier gerade sehen, das beschwert dann so Erdelementare hoch. Aber bis er es dann am Ende hinkriegt, ist es eigentlich auch ziemlich eindrucksvoll visuell. Weil was er mit diesem Schutzzauber machen kann, er kann tolle Wände hochziehen. Ja. Das, was er jetzt machen kann, er kann Wände hochziehen. Er kann, Wände hochziehen. Ja, und wir müssen das Gameplay bringen wir auch noch mit, was wir hier bestimmte Sachen. Genau, wir müssen immer wieder so Energien aufsammeln, die dann ablegen, immer 5 Stück. Das wird dann auch tatsächlich später in der Story nochmal wichtig. Und wenn das perfekt fertig ist, dann kann er eine Mauer heraufbeschwören. Das ist wirklich visuell, also das hat mich sehr beeindruckt, dass das visuell so viele Effekte drin waren. Das ist die Wand, wo im Meta-Event halt immer blöd gemacht wird. Ein. Doch, das ist die gleiche, dann nur ein Teil davon. Aber im Prinzip ist das die Wand, wo auch diesen Leuchteffekt drauf ist. Oder was immer das darstellt. Das kann sein, ja. Schutzzauber, es ist ein Schutzzauber, haben wir gelernt. Es ist ein Schutzzauber. Ja, wenn wir das Ganze dann fertig haben, dann geht's dann los, oder? Endlich. Ich meine, es geht dann ziemlich schnell los. Genau, man bespricht sich nochmal in der Gerlasenke, was sollen wir tun? Jeder spricht dem Kommandeur nochmal Mut zu und wie toll er ist. Tatsächlich ist das so. Also gerade Finn, der Jadebot, der Jademec ist da ganz besonders hervorzuholen. Genau. Halt Besonderes wird auch nicht erzählt, genau. Und jetzt haben wir im Grunde, wenn wir dann in die nächste Story reinkommen, haben wir genau den Moment, wo halt eben zwei Geschichten gleichzeitig passieren. Einmal das, was wir jetzt hier gerade eben in der Story-Instanz sehen und einmal eben das, was im zweiten Teil der Meta-Events passiert. Sie haben wirklich sehr viel in der Story. Ja, das ist ja wieder cool. Wir bekämpfen den Wanderer und die bekämpfen ebenfalls den Wanderer mit Belagerungsschildkröten irgendwo anders in dem Tunnel? Im Grunde, ja, also wenn ich das jetzt, was du erzählt hast, richtig verstehe, dann ist es so, dass wir der Gruppe mit der mit den Belagerungsschildkröten eigentlich voraus sind. Die eigentlich hinter uns sind mit der Belagerungsschildkröte. Das Witzige ist auch, woran erkennt man eigentlich, dass das zur gleichen Zeit ist? Es ist so, es gibt während der Story hier gibt es Dialoge, die über das Funkgerät zwischen Yao und Shulmu. Und diese Dialoge kannst du 1:1 auch hören, wenn du das Meta-Event machst tatsächlich. Und dann gut, halt, okay, die sind ja nicht bei uns, die sind woanders, okay, dann macht genau. Ja, okay, alles klar. Ja, ja. Das ist auch ganz witzig und das hat mir dann gezeigt, okay, verstehe, die beiden Geschichten sind gerade gleichzeitig am Laufen. Also wir haben jetzt, glaube ich, hier auch schon Mo, den wir hier sehen, in der Sprechblase, der schon ein bisschen verrückt wird. Genau, im Grunde läuft es danach ab, wir müssen jetzt eigentlich vor diesem Wanderer die ganze Zeit rennen, was ja eigentlich nichts anderes ist als ein, wie heißen die Dinger? Uni ist, genau, haha. Also im Grunde man weiß gar nichts über den Charakter, nichts. Das ist halt einfach ja, der Wanderer halt aus wie ein Uni. Und wenn der nicht mal erklärt, wer ein Uni ist, für die Leute, wo Guild Wars 1 gespielt haben, die wissen ja, es nicht. Also, ja gut, aber in Guild Wars 1 weißt du es eigentlich auch nicht so. Ja, aber du hast schon einen ganzen Raid mit den Uni, mit Kanaxai und so weiter. Eine Mission, ja, das war's. Aber die triffst du ziemlich oft. Ist egal. Im Grunde musst du halt dann auch wieder Energie sammeln. Irgendwann stellt man fest, oh mein Gott, der Rekollektor ist leer und wir haben keine Gefühle mehr zur Verfügung, um den wieder Einhalt zu gebieten, den Dämonen und raus zu locken. Und was stellen wir fest? Oh mein Gott, wir können auch Jade benutzen dafür tatsächlich. Deswegen ja, die spezielle Lade, womit Leh-Energie aufgeladen ist, die Original-Jade genau. Von früher ja, sozusagen. Ja. Also im Grunde die spezielle Jade und die triggert dann auch so eine Erinnerungsgeschichte zwischen Yao und Shulmu, wo halt ein bisschen erklärt wird, wie die sich eigentlich kennengelernt haben bei der ganzen Geschichte.
Aber warum? Wird auch... Okay, nett nachfragen. Warum, ich weiß nicht. Warum kommt die Geschichte von Danny hier? Das macht doch keinen. Das hab ich. Doch, das macht schon insofern Sinn, weil Jumo das Meta macht und er dabei auch ein bisschen verrückt wird. Ja, aber das ist nicht bei uns. Bisschen, wir sind doch hier. Ja, richtig, aber wir haben die ganze Zeit den Kontakt mit ihm und Yao hat Gefühle und so, Wanderer. Ja, okay, anders kann ich es mir eigentlich ehrlich gesagt auch nicht erklären. Es wird halt ein bisschen dann. es wird halt Stück für Stück immer komplizierter, immer. Ja, wird immer ein bisschen mehr erklärt. Ja, die wollen halt parallel einfach das Problem mit Zhao Mo lösen, was er ja in den Dialogen am Anfang schon hatten, für Gorik da, mit der einen Person, die der da in den Abgrund gefallen ist, die Vorarbeiterin oder wie die hieß, keine Ahnung. Ja, genau, die wird auch tatsächlich thematisiert, also wir sehen auch die Szene dann später. Die anders ist, als er das halt übrigens erzählt hat mit Gorik. Ja. Ja, es scheint ja auch so, sie sagen ja selber, ne, ich weiß nicht, ob das so alles so war, etc., sagen die ja auch selber in der Story tatsächlich. Ja, weil in dem Dialog hieß es ja, dass er ausgewichen ist und die eine ist dann die Klippe runtergestürzt und sieht man dann hier später, wenn er ein bisschen schneller bevor wird. Ja, ich glaube hier mit deiner sieht man ja dann, wie er es im Prinzip runterschmeißt. Ja, das ist ziemlich eindrucksvoll gemacht, weil man einfach die Kontrolle über die Kamera verliert. Jetzt ist das da. Die Kontrolle über die Kamera verliert und zack, wird so runtergekickt. Ja, ist definitiv ein bisschen anders als das Erzähler. Gut, da kann man wahrscheinlich gelogen haben. Das kann natürlich auch sein. Ich meine, sie war ja trotzdem zombie-mäßig vielleicht. Ja. Ich meine. Okay, das ist der emotionale Punkt von der ganzen Geschichte eigentlich. Was ist denn der ganze Punkt, warum wir das Ganze machen? Machen sie eigentlich im Prinzip nur, dass der Dämon unten von den Leylinien wegkommt. Und deswegen machen wir diese ganzen Bandsachen und schließen sozusagen die Zugänge ab hier, damit der nicht mehr da hinten reinkommt. Aber der ist doch eh unsichtbar und kann sich teleportieren. Der kann doch. Okay. Er kann nicht zurückkehren. Da ist ein Schutzzauber drauf. Das geht nicht. Bitte. An der Wand, bitte aber könnt ihr die Wand neben dran machen. Erklärung kommen, bitte. Ja, ist okay. Ich fand die ganze Story ein bisschen komisch. Ich verstehe, was sie mit der Story machen wollen, aber das ja. Okay, auf jeden Fall gehen wir dann endlich mal raus, nachdem das Ganze und Yao, glaube ich, auch gesagt hat, du kannst ja nichts dafür, dass es passiert ist, das ist nicht deine Schuld. Ja, genau, die Stelle, die mir jetzt auch gerade sehen, ist halt die Erzählung, wie Yao und Shunmo sich kennengelernt haben, damit halt dann, damit wird dann Shunmo gezeigt, dass er doch kein total böser Mensch ist, weil halt Yao eben aufgenommen hat und Essen gegeben hat und solche Geschichten. Yao, ehrlich gesagt, ein ziemlich Draufgänger oder beziehungsweise ein frecher Teenager war, wo gedacht hat, er kann alles besser und halt. Ja. Interessant ist, ein cooles Detail, wenn man sich den jungen Yao ein bisschen genauer anguckt, dann kann man tatsächlich erkennen, dass es ein Prototyp seines Arms war. Okay, gut. Ein bisschen einfacher gestrickt ist. Ich glaube, das sind extrem vielen Leuten in Gang, weil warum sollte man sich das auch genau angucken? Genau. Ja, das ist auch übrigens toll, der Wanderer, der kommt halt immer wieder und du benutzt halt deine Fähigkeiten von einem Recollector, beziehungsweise ich glaube einfach nur die drei von einem Recollector, um ihn wieder zu vertreiben für einige Zeit. Das ist die ganze Mechanik von dem Ding und im Grunde siehst du ja, das Ding verfolgt mich jetzt einfach und ich muss einfach nur hochlaufen. Das war ein bisschen seltsam, ich saß so da, warum soll ich jetzt einfach da hochlaufen? Warum soll ich jetzt einfach... Ach so, ich kann die Gegner jetzt auch einfach komplett ignorieren, die spielen gar keine Rolle. Ja, dann laufe ich da jetzt einfach hoch. Das fand ich alles ein bisschen seltsam, weil das hatten wir eigentlich so nie so ganz in der Story gehabt. Das Ganze ist halt sowieso metaphysisch, keine Metapher. Mm. Ist eine Metapher für das, dass man aus seinem, wenn man so ein Trauma hat, dass man halt an die Oberfläche zurückgeht und seinen Ängsten halt auch also entkommt. Das ist das Ganze. Das ganze Ding hier, die ganze Story dient wirklich nur dazu, um einfach das Trauma und Belastungssyndrome als Gameplay ein bisschen zu machen, um das Thema halt zu haben. Ja, als Gameplay umschifft, damit die Leute nicht ganz tief, keine Ahnung, depressiv oder die Interesse verlieren. Es sollen wahrscheinlich Metaphern sein, ja, aber ich glaube, viele verstehen auch die Metaphern nicht, ehrlich gesagt.
Ich muss echt zugeben, ich hatte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Drama um den Kommandeur gewünscht. Also ich fand die Plischsache und das fand ich gut, aber dieses Ganze hier ist mir ein bisschen zu gameplayhaft, so ein bisschen. Keine Ahnung, also da hätte ich. Also wenn man schon die Chance hat, jetzt wirklich so eine Story, so eine Füller-Story zu schreiben und zu machen, hätte man ruhig ein bisschen ins Detail auch noch gehen können. Ich meine, so Trauma an sich ansprechen und sowas mal schon gespielt haben, finde ich nicht unbedingt verkehrt. Also das ist definitiv was Gutes. Aber das war ein bisschen zu sehr. Wurde ein bisschen zu schnell weggewunken, so gefühlt. Meine, das ist ja auch der Metaboss dann hier, ne? Der große Dämon, der sich einfach jetzt so ein bisschen als so messmermäßig sich ein bisschen größer gemacht hat, als er eigentlich ist, Ja. weil er Angst hat und damit wir halt Und ein bisschen mehr du hast Pflicht die haben. Leere irgendwie so ein bisschen effektemäßig auf dem Boden. Also können wir auch annehmen, dass das irgendwie alles mit der Leere auch noch zusammenhängt? Nee, glaube ich nicht. Ich denke einfach nur, dass das Meinst du nicht? einfach benutzt ist, weil sie das haben und deshalb ein bisschen böse aussieht. Das hat mit der Lehre, glaube ich, nichts zu tun. Okay. Ich Also meine, für mich es wurde kam ja es auch rüber wie erklärt, dass es Leere. ähnlich aussieht, glaube ich, im vorherigen Update, aber dass es nicht Lehre ist. Es ist einfach Es ist das so Assets komisch. benutzt. Es ist so verwirrend. Warum muss man das so gleich aussehen lassen? Muss Aber auch okay. zugeben, dass der zum Beispiel überhaupt nicht furchtbar flöten hat. Würde jetzt hier ein Gorsewald stehen als großer Dämon für deine Ängste, dann würde ich sagen, okay. Weil Gorsewald war halt wirklich so, okay, da machst du in die Hose. Also so vom Design her war halt wirklich wie ein Dämon. Aber das ist halt einfach nur, ja, ist halt lila Wolke und leuchtende Auge, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich habe Angst vor dir. Weißt du, was ich meinte vom Design her jetzt? Und aber gut, ich habe Naja. auch gelesen, dass den Leuten das eigentlich gefallen hat. So, ich meine, soll anscheinend episch sein, ob der Bosskampf jetzt so episch ist. Aber Hat's nicht episch. Episch ist es, auf dem Rücken von Kalkatorik entlang zu kriechen, aber das hier ist definitiv nicht episch, ist auch ein meiner bisschen Meinung nach. kleiner, aber das ja. Das Ding ist kleiner als der Behemoth, als der Schattenbehemoth, würde ich mal behaupten. Ja gut, okay, das stimmt. Also der Schattenbehemoth ist weitaus epischer als das Ding. Ist okay. Im Meta, da kann man ihn auch sehen. Ich habe ihn während des Metas praktisch nicht einmal wirklich angucken können, weil ich beschäftigt war mit anderen Dingen, wie Batterien aufladen und Batteriestationen verteidigen, damit andere Leute ihre Batterien dort entladen können. Ja, auch das Jedenfalls haben wir Drachenherz dann hier immer mit wieder so. verwendet hier. Hier ist auch das Bitte? Drachenherz. Das ist ja auch das Drachenherz im Prinzip, oder? Von der Lehre. Ja, Lehre und Herz. beziehungsweise das sind Dinger, die hast du ja auch schon in Wunschherz. der Giala-Senke auch schon immer, also beim ersten Ah, das Teil ist des einfach Metas das schon gesehen. Asset benutzt, würde ich sagen. Aber wo haben wir denn den Schluss hier? Der Schluss ist doch nichts anderes als. Ich glaube, jeder von unseren Leuten hat dann auch plötzlich auch Ja, Zweifel und so ein jeder von bisschen denen den. hat eben eine Genau. Erinnerung im Grunde, die abgespielt wird. Taimi, die das erste Mal auf Gorik trifft. Da hat dann auch Gorik noch seine Uraltfrisur. Dann Rama, der, wie heißt denn, Rin? Mi? Min? Wie heißt die Ministerin, auf die er steht? Ich habe schon wieder Ming? vergessen. Ist es Ming? Wir werden es nachher nochmal sehen, die Karte. Ja, tatsächlich, werden wir nachher nochmal sehen. Da hat er nochmal eine Erinnerung, wie sie, glaube ich, in die Lehre gehen oder sowas war das. Also Oh Lehre, nicht ja. Lehre. Dann eine zwischen, was haben wir noch? Ah ja, genau. Ach, genau. Uns betrifft es auch noch. Dann treffen wir dann hier nochmal Tybalt, Traheurn, Almora und er. Wobei Tybalt der Einzige ist, der kein Modell hat Ja, hier. das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich habe es jetzt mal auf den Bug geschoben in dem Moment tatsächlich. Min heißt sie. Okay. Vielen Dank. Genau. Es ist Zeit. Mit der Macht der Freundschaft. Und der Ich habe mir nur positiven gedacht, Energie besiegen ich wir. find's geil, dass wir endlich Kamehameha können. Das mein Gedanke. Endlich können wir uns aus Kamehameha. Und das ist jetzt eigentlich der Moment, wo er stirbt, eigentlich am seltsamsten, weil er verschwindet einfach. Und ich sitze so da und keiner macht sich jetzt Gedanken. Du siehst es gerade mal in der Kamera, ne? Und keiner macht sich Gedanken, dass das Ding jetzt auch wirklich weg ist. Ja, das ist alles so irgendwie, ja, das meine ich, da ist nichts und dann redest du mit den Leuten, also hier. Wow. Aber gut, so ist es halt. Irgendwann gehen die Sachen und deine Ängste halt einfach wirklich verpuffen halt einfach. Die sind nicht mal mehr wert für eine große Explosion. Die sind nichts. Ey, ich saß nur da so, okay, und jeder ist sich sicher, dass das Ding jetzt kaputt ist. Haben die jetzt, Er oder taucht macht dann, der? doch, die besiegen den doch nochmal im Meta-Event. Also ist doch dann, im Meta-Event taucht er da doch nochmal auf. Ich glaube, das ist ein und derselbe Boss.
Eine dieselbe Person. Aber das hat mich super verwirrt. Plötzlich ist das Ding einfach weg und das Thema ist erledigt. Ha, seltsam. Ich habe mich ein bisschen an Seitan zurückerinnert, wo der einfach vom Türmchen runterfällt und du denkst, ach ja, ja cool, jetzt können wir da runter zum Boden gehen und Gnadenschuss. Ach so, das war's. Nini schreibt hier gerade, bei mir war es Seren anstatt Tybalt. Mit Modell oder ohne? Genau, also im Grunde kommt es drauf an, welche Fraktion du halt während der Bending Welt damals gewählt hast. Dementsprechend kriegst du den Mentor angezeigt. Also wenn du einen Orden der Gerüchte mit deinem Charakter gewählt hast, dann hast du eben Tybalt angezeigt bekommen. So weiter. Ja. Das fand ich super seltsam. Jedenfalls, weil ich habe mir gedacht, warum ist jeder sich so sicher, dass das Thema jetzt einfach erledigt ist? Das fand ich ein bisschen komisch. Dann... Ja, die Frage ist ja, ist das Thema erledigt? Dann kommt eigentlich auch noch ein anderes schwieriges Thema. Oh ja, die große Entscheidung am Ende dann. Also man muss sich vorstellen... Wir hatten gerade mit uns hart selbst zu kämpfen. Wir haben den Dämonen gekillt. Und jetzt kommt das. Ja, das ist auch komisch. Da hätte zum Beispiel dann sagen, keine Ahnung, irgendwie Schwarzblende oder. Gut, ich meine, klar, wenn wir die Karte nochmal spielen. Aber im Prinzip, glaube ich, spielt das erst schon ein paar Tage später, wer weiß, Wochen später. Es sind tatsächlich Wochen später, weil du hast gerade den Brief hier offen, da schreibt er, lange nicht gesehen. Und in Wirklichkeit war es eine halbe Minute her. Dass ich ihn gesehen habe. Ja, okay, gut, aber da muss man, glaube ich, ein bisschen hinwegschauen. Wenn man so oberkritisch... Ja. Aber ich fand es trotzdem ein bisschen komisch, weil jetzt so jetzt auf von jetzt auf dann einfach so die Mut sich einfach komplett ändert. Es hat sich besser gemacht mit dem Epilog in End of Dragon. Ja, sie hätten es vielleicht auch einfach Epilog nennen sollen, dann wäre das auch voll in Ordnung gewesen, dann hätte es vielleicht jeder verstanden. Ach, du meinst aber schon Questabschluss dann mit den Schildern und den Schwertern und dann bei der Briefe kommen. Und dann nochmal der Brief, ja das wär vielleicht geschickter gewesen, aber okay. Also, um was geht es? Rama hat ein Date und ein Date macht man ja nicht alleine, deswegen lädt man sich nochmal 4 weitere Leute ein. Also er hat ein Date mit Min, die von der wir vorhin gesprochen haben. Und Gorik und Taimir gehen dahin, ja, und haben praktisch ein Date parallel. Und sie haben für uns dann auch 3, haben für uns auch 3 mögliche Dates ausgesucht. Wo wir seltsam uns sind. Ja. Ja gut, ja, Auswahl. Du hast Kanach, Ayumi und Yao. Eine männliche Person, eine weibliche Person und eine nicht-binäre. Ah, das passt. Genau. Und damit hast du eigentlich alles auch abgehandelt. Na, wenn jemand einen homosexuellen Charakter hat, ja, also hat einen männlichen Charakter, möchte einen männlichen Partner für das Date haben, wählt er Kanach. Ja, und was hast du Ayumi genommen? Ich habe Ayumi genommen. Das ist perfekt, sehr schön. Ich kenne nämlich nur die Variante mit Kanach. Ja, siehst du, Kanach wollte ich mir noch angucken. Yao wollte ich mir auch nochmal angucken. Kanach ist die einzig richtige Wahl, weil man merkt, dass in den Dialogen alles. Nee, Ayumi habe ich genommen, weil Tengu. Ja, ich verstehe schon, weil Tengu. Aber für viele war Ayumi auch irgendwie seltsam, weil da hätte man auch, ehrlich gesagt, als weibliche Begleitung, warum hat man dann nicht einfach Navan genommen? Ist egal. Ja, ich habe sie hinterfragt. Es sind halt auch 3 unterschiedliche Völker, die dann angeboten werden. War ja auch voll in Ordnung. Was kannst du denn machen? Schön, euch zu sehen. Ich möchte euch Gefallen bieten. Hui, eure Federn, atemberaubend. Würdet ihr mich vielleicht zur roten Ente? Das war dir dann doch schon ein bisschen zu... Ich habe mir gedacht, das ist wie... Also warum steht die falsch hier? Das ist noch besser an der ganzen... Ja, das hat mich auch extrem fertig gemacht. Den Kopf schräg nach unten, genau auf den Asura gesiegt. Ja, ich kann dich so schlecht sehen. Ich komme mal näher, ja, so nach dem Motto. Genau. Ich habe mich für Ayumi dann eben entschieden. Merk, wie du hier lachst. Es tut mir leid, ich weiß, Audio-Podcast. Mich hat es auch fertig gemacht, wie gesagt. Genau, dann die rote Ente, übrigens für die Leute, die es nicht geblickt haben, die rote Ente ist das
Café, Restaurant, Teehaus? Ja, das ist das, was in der vorgehenden Update, wo wir gestartet haben. Ja, ich überlege gerade, was die richtige Bezeichnung dafür ist. Aber ich gucke gerade nicht drauf. Aber genau, du hast es vollkommen richtig gemacht. Im Grunde wird hier halt der Bogen zum Anfang. Wenn der Kreis schließt sich, so heißt ja das Ganze. Und das macht ja. Also es ist clever. Das fing damit an, dass Rama halt und alle einladen wollte, damit er halt das Date mit ihr haben kann, aber weil er zu schüchtern Teehaus, ist. Okay. Und dann war keiner da, bis auf Gorik. Und naja. Es ist ein Teehaus, okay. Alles klar. Ja, im Grunde wird halt der Bogen wieder zurück zum Anfang dieser kleinen Story halt eben geschlossen. Wow, guck mal, Kuga zum Beispiel. Ich wusste erstmal nicht, wer Ayumi ist. Ich habe die gewählt und war dann super enttäuscht, dass Ayumi eine Tengu ist. Also ganz ehrlich, ist super. Ich wusste sofort, wer Ayumi ist, tatsächlich. Es ist der Charakter, wo leider Gottes auch unterentwickelt ist, weil eigentlich vieles halt Echowald unterentwickelt ist. Das ist. Ja, das stimmt. Genau, dann haben wir eben ein Date und das Date, ich würde dieses Date unter den Begriff Cringe stellen tatsächlich, das ist ein Wort, was ich nicht oft benutze. Ja, die haben mich gefühlt wie in einem Dating-Simulator. Das war, glaube ich, die Idee dahinter. Das war definitiv, ich bin ja der Meinung, was Ariane nicht schreiben kann, sind einfach diese witzigen Dinge. Das ist nicht immer ideal, weil zu viel Marvel ist, aber man, Sinn für Humor haben sie, das kriegen sie echt gut hin. Ich habe mich sehr viel platziert. Also als Spieler und als Charakter habe beide Personen haben sich dort fremdgeschämt. Ja, dann passt doch. Doch genau das, was also im Grunde, haben. Wie gesagt, schon gesagt, es gibt im Grunde ein Dreifach-Date, ein Triple-Date, ein Date zwischen Gorik und Taimi, ein Date zwischen Min und Rama und ein Date zwischen uns und entweder Kanach, Yao oder Ayumi. Bei mir eben Ayumi. Ich möchte eigentlich gar nicht weiter drauf eingehen, eigentlich was da alles passiert, weil ich empfehle es lieber selber zu spielen, sich lieber selbst in den Boden zu schämen, was da eigentlich passiert. Und das Ende ist ziemlich abrupt dann eigentlich. Also es wird gegessen, es passieren da ein paar witzige Dinge, über die man lachen kann. Die ich auch gar nicht weiter spoilern will. Das Schlimme ist, mir fallen jetzt gerade so schlimme Witze ein, wenn du mit einer Tengu unterwegs bist. Ich habe nur gemeint, normalerweise stehen doch Frauen auf größere Männer, also wenn die Männer größer sind als man selbst. Aber das ist hier wohl ein bisschen anders. Ich habe die halbe Größe von Ayumi. Ich bin eine halbe Ayumi. Genau. Hat mehr von ihr, aber ist okay. So, das Interessanteste an der ganzen Story ist, Taimi und Gorik finden sich, ja. Sie haben sich ineinander verliebt. Ja, das ist mittlerweile mehr als offensichtlich. Also noch mehr mit einem roten Pfeil kann man nicht drauf. Ja, also wir haben unser neues Liebespaar, das wir jetzt in Zukunft in den Storys thematisieren können, nachdem wir jetzt Marjorie und Kasmir heiraten werden. Nee. Die einzige Hochzeit, die wir im Spiel bekommen, ist die Hochzeit mit Taimi und Gorik. Einfach aus dem einen Grund, weil Taimi einfach mal wichtiger ist. Marjorie und Kasmir kriegen niemals. Die sind schon verheiratet offscreen, ich sag's dir. Es geht immer nur um Taimi. Mir ging es einfach darum, nachdem jetzt Marjorie und Kasmir verheiratet sein werden oder heiraten, ja, wie auch immer das dann aussieht, brauchen wir ein neues Liebespaar, wo wir schmachten können und das ist dann halt eben Taimi und Gorik, wie es aussieht. Oder die andere Möglichkeit, Rama und Min. Genau. Ich glaube nicht. Also ich saß auch so ein bisschen da bei der ganzen Geschichte. Ja, cool. Ist das vielleicht ein Teaser für die nächste Expansion, dass so eins der neuen Gameplay-Features ist, dass man NPC heiraten kann? Dass wir die Beziehung mit Ayumi vertiefen können oder so. Das war so ein bisschen meine Idee. Aber wirklich wichtige Informationen, mehr gibt es halt nicht wirklich draus zu ziehen. Und ich saß auch ein bisschen so da, so, okay, ich hatte jetzt irgendwie angenommen, dass man jetzt vielleicht so die Leute so langsam in eine Richtung schieben könnte, Richtung Add-on, aber es hat einfach nicht passiert. Ja gut, es war halt wirklich eine Füller-Episode, die einfach nur dafür war, um einfach nochmal ein Thema anzureißen, was man normalerweise nicht machen konnte. Ich glaube, das ist auch allgemein der Tenor in der Community so ein bisschen. Also viele, ich glaube, der Tenor ist so, man fand die Episode, also das Update jetzt
einen totalen Reinfall, also nicht so schlecht. Aber es war auch nichts Besonderes, es war halt einfach, es war okay, aber. Ja, also also wenn man es mal ein bisschen runterbricht, die Belohnungen, die man bekommt, wirklich top. Ne? Also das eine Sonderkommando-Rüstungsset, krass Ding. Ne? Gefällt mir mega gut. Und dann gibt es noch ein paar andere Waffenskins, die toll sind. Story würde ich jetzt nicht so hoch raten, tatsächlich. Ich würde nicht sagen, es ist die schlechteste. Ja, es ist nicht Eisbrot-Saga-Level. Durchaus besser geschrieben. Okay, ist solide, sage ich mal. Was ich zum Beispiel aber dagegen wieder feiere, ist halt das, die ganzen Abenteuer, die reingekommen sind. Ne? Also Skiff, die Belagerungsschildkröte, vielleicht weniger den Jadabot, weil es nicht so spannend ist. Den Rollkäferrennen, was ich super feiere, weil das gibt uns dann auch die Option, dass wir vielleicht in Zukunft auch wieder Greifenturmstrecken bekommen. Ja, wäre ja durch die Option jetzt da. Genau. Ich finde es nicht schlecht. Ich würde es jetzt nicht ewig als das beste Update bezeichnen. Definitiv nicht. Es war okay. Also es so. War okay. Also es, ja, es war okay. Auch der zweite Teil des Metas. Super langweilig, dieses Ding mit der Oh, warte mal. Ich möchte noch was über das Meta-Event tatsächlich sagen. Ja, mach sagen. Man läuft ja mit der Belagerungsschildkröte im Grunde aus dem Berg wieder raus. Aus dem Tunnel. Und ich habe mir gedacht, das haben sie doch jetzt nur eingeführt, damit sie sagen können, hey, guck mal, die Belagerungsschildkröte hat doch einen Nutzen im ganzen Spiel. Das war so mein Eindruck, weil es dauert auch mega lang, das Ding, und es ist spielerisch super uninteressant, muss ich auch sagen. Es ist nicht gerade mal spannend. Ja gut, ich habe aber auch gelesen, dass es einen Vorteil hat in der ganzen Sache. Du kannst keinen Power-Creep machen. Also sprich, mit was die Probleme halt jetzt mit den alten Metas ist, mit der neuen Elite-Spezialisierung und so weiter. Mag sein. Milst das ja alles. In dem Fall funktioniert es halt nicht, weil der Boss halt Mechaniken einfach hat, weil man die Belagerungsschildkröte braucht. Man es geht noch gar nicht um den Boss an sich. Ja. Es geht einfach nur auf dem Weg zum Boss. Das habe ich schon verstanden. Ich meinte nur halt, das ist das Einzige, der Boss was ein bisschen an sich, positiv war. Beim Boss an sich, was mich halt geärgert hat, ist, ich konnte den Boss halt selber, habe ich mir gar nicht großartig angucken können, weil ich war damit beschäftigt, irgendwo in einer Ecke des Meta-Events zu stehen, um dort Gegnerhorden wegzuhauen, damit andere Leute mit ihrer Belagerungsschildkröte hingehen konnten und dort eine Batterie befüllen konnten. Das war alles, was ich vom Meta-Event gesehen habe. Ich habe nichts davon gesehen, was eigentlich vorne am Boss eigentlich passiert. Gar nichts. Das fand ich ein bisschen schade. Und es gibt halt viele verschiedene Aufgaben, die man nehmen kann, aber ich habe immer so, ich weiß nicht so ganz, was wie viel Auswirkung auf das Meta-Event hatte. Das war, da hat mir irgendwie ein bisschen Feedback gefehlt. Ist okay. Ansonsten, haben wir eigentlich alles. Denkst du, die haben es, waren erfolgreich mit ihrer Analogie oder mit ihrer Metapher? Für Trauma und Belastungssyndrom und so weiter. Wie gesagt, ich fand halt jetzt einfach so, die Auflösung war mir zu spielerisch, ehrlich gesagt. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass der Kommandeur am Ende befreit war. Das war so nicht so mein Eindruck. Ja, was schade ist, also gerade, ich weiß, ich habe die deutsche Variante von dir natürlich nicht gehört, ich habe jetzt nur, davon wurde mir die englische und die Asura, die englische, die ist halt großartig. Ich glaube, ich habe sogar den anderen Asura, Jepro hat ja auf dem offiziellen Stream, es gab ja tatsächlich mit den ganzen Drops auf dem offiziellen ArenaNet, Twitch-Kanal gab es ja auch, haben Partner gestreamt, also Jepro, Rokuri ja. Zum Beispiel, Auklas, gute Joe, hat auch gestreamt tatsächlich, und da war am Anfang halt noch der Kommandeur so richtig erschöpft und ach Gott, also man hat richtig gemerkt, da ist noch... Also von der Synchronisierung im Deutschen super gemacht, also es kommt auch rüber, dass das alles von der Synchro, der Tonlage, wie damit gespielt worden ist mit der Tonlage und so weiter. Das ist schön. Dass es dem Kommandeur wirklich schon schlecht geht, aber ich fand es halt super seltsam, dass am Ende einfach so heißt, ja, jetzt geht's ja wieder gut. Einfach so, ohne Frage. Und dann vergeht, also so lore-technisch, vergeht ein bisschen Zeit. Das merkt man bloß halt selber nicht als Spieler.
Und dann hat man diese Szene mit dem Date. Wo ich so da sitze, das kann ich jetzt eigentlich nicht glauben. Ja, ich weiß auch nicht. Es hat sich so angefühlt, wie nachdem man halt die optionalen Dialoge machen konnte, wo man nur über die Vergangenheit nachdenkt, dass es dann irgendwie nur noch war mit, ja, klick irgendwo drauf, nutzt das Science-Fiction-Gerät, mach einen Zauber und dann renn halt aus dem Tunnel raus, weil das Meme will halt, dass man aus dem Tunnel rausgeht. Und ja. Das, so war es halt. Also jetzt merke ich auch, da war nicht wirklich nochmal so, ja gut, mir geht's jetzt besser. Sie haben es zwar probiert am Ende nochmal mit Traherne Air und mit dem Mentor nochmal so ein bisschen, das, was sie ein bisschen positiv geredet haben jetzt, aber ja, ich denke auch, da haben sie versagt, was das angeht, was schade ist, weil das war wirklich etwas, wo ich ein bisschen, wo ich mich eigentlich drauf gefreut hatte, da ein bisschen mehr zu machen, aber ja gut, ist halt jetzt, wie es ist und fertig. Ich meine, es ist halt eine kleine, nette Episode. Wenn man die zwei Sachen als eine Episode betrachtet, glaube ich, könnte es sogar von der Länge her hinkommen. Das ist im Prinzip eine Living World, eine lebendige Welt Episode war. Aber ja, mal schauen. Das Einzige, was wir jetzt wissen, wie es weitergeht, ist ja der Teaser-Trailer, den sie direkt im Anschluss auf Twitter eigentlich gepostet haben. Das hat mich auch gewundert. Warum haut man zum Dienstag, wo gerade der Patch rausgekommen ist, noch einen Teaser auf Twitter raus? Ja, warum wohl? Überleg mal, ist doch ganz klar. Wir haben das bewusst so gemacht, weil jeder hat ja eigentlich erwartet, dass wir am Ende vielleicht Kanaxai sehen oder irgendeinen anderen Dämon oder irgendwas. Ja, verstehst du? Oder so wie es früher war, so ein kleinen Teaser, so eine Zwischensequenz, irgendwas. Und da war ja nichts. Und damit, sie haben ja gewusst, da werden die Leute sicher dann ein bisschen schlecht drauf sein, haben sie halt diesen Twitter-Trailer gemacht. Ich finde es vollkommen falsch. Also ich hätte 24 Stunden gewartet und das Ding rausgemacht. Weil meiner Meinung nach... Die haben zu viel Angst gehabt. Meiner Meinung nach ist das Ding beim Großteil der Community komplett untergegangen. Weil das Problem war, jeder hat einfach den Patch gespielt und hat einfach geguckt. Gar nicht. Nein, das Problem... Vor allem, es ist nur auf Twitter passiert. Das ist auch so eine Sache. Ja, genau. Twitter, wo Elon Musk mittlerweile Stück für Stück zerstört und so weiter, wo Leute gar nicht mehr richtig auf Twitter sind, ist natürlich total ideal. Das sind die zwei Dinge, die ich nicht verstehe. Warum direkt nach dem Patch und warum nur auf Twitter? Warum nicht ein Blogpost? Warum nicht auf YouTube? Warum so? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich würde mal sagen, wir hören mal kurz rein einfach, damit die Leute wissen, um was wir hier reden. Ich hoffe, dass es ganz so laut sein wird, verzeiht mir, wenn es so ist. Also. Eine neue Bedrohung taucht. Ja. Und dann Anfang Sommer 2023. Und das war's. Also, ihr könnt es nochmal anhören. Jo, jetzt können wir spekulieren. Ja gut, also was kann man schon mal sagen? Es geht um Anfang Sommer 2023, es geht nicht um Mitte Sommer 2023, nicht um Ende 2023. Das heißt, wir können im Juli schon was erwarten. Das wäre ja Anfang. Warte mal, hier steht wirklich Anfang, oder? Da steht hier Anfang. Habe ich gerade vorgelesen, warte mal, lass mich nochmal. Du hast das tatsächlich vorgelesen, ja? Ja, ich weiß, eine Bedrohung taucht auf. Weil ich glaube, im Englischen heißt es nämlich Beginning. Oder steht Start? Da muss ich mal nachschauen. Weil da steht, glaube ich, auch Beginning, ja. Das ist nämlich ein Unterschied. Obwohl, nee, es könnte hinkommen, weil Beginning heißt ja auch, es fängt an. Moment, ich sag mal so, im Englischen kann das halt bedeuten, entweder es beginnt im Sommer 2023 oder es ist zum Anfang 2023. Und hier hat im Deutschen sich explizit dafür entschieden, Anfang 2023 tatsächlich zu besetzen. Die gleiche. Ja, hier steht Beginning Sommer. Also das heißt, es beginnt im Sommer 2023. Das ist ein Riesenunterschied zum Deutschen. Du hast vollkommen recht, weil Anfang Sommer heißt für mich, wenn ich ehrlich bin, nächste Woche am 1. Juni, weil da beginnt der meteorologische Sommer. Moment, es ist sogar noch so,
Der ArenaNet-Sommer fängt im Juli an, weil unsere aktuelle du gehst nach dem Quartal, Roadmap, dann, ja, okay. Die aktuelle Roadmap geht ja bis Ende Juni und würde als Frühling bezeichnen. Und damit müsste Juli Sommer schon sein. Ja gut, so wie Kiwi schreibt 2.6., das ist richtig, da ist der offizielle, der kalendarische Sommeranfang. Der meteorologische ist tatsächlich der. Aber ja, es macht Sinn, dass wir natürlich nach dem Kalender gehen. Also 22.6. wäre Sommeranfang. Wenn man das natürlich so sieht. Gut, ich meine, es macht Sinn im Juli. Es sind jetzt auch wieder einige Wochen rum. Drachengepolder wird irgendwann dann rum sein, wenn sie halt direkt da starten wollen. Nee, Moment. Also wir haben eine Roadmap bis Ende Juni. Und dementsprechend kommt eine Juli in Ding. Nur Juni möglich. Und Drachengepolter haben wir ja tatsächlich auch schon ein Datum für Juni. Ja, ich weiß, dass Drachengepolter jetzt im Juni kommt. Ich meinte ja, dann wieder 2 Wochen Zeit, je nachdem man das Update halt macht. Ich glaube, die große Frage ist ja das, kommt die Erweiterung, also ich denke wirklich, dass wir eine Erweiterung im Sommer bekommen. Meiner Meinung nach nehmen sie vielleicht sogar den Geburtstag von Guild Wars 2. Wird irgendwie Sinn machen? Also ein bisschen symbolisch, so nach dem Motto. Lass uns mal schauen. Der Geburtstag von Guild Wars 2 ist am 28. August und es ist tatsächlich ein Montag. Mittlerweile lieben sie ja Montage für Erweiterungen. Würde Sinn geben vielleicht. Also du kannst auch einen Wunschtermin sagen. Das ist ja einfach jetzt nochmal ins Blaue einfach reingeraten. Aber es ist definitiv im Sommer, weil man muss ja auch bedenken, ein bisschen Marketing vorne dran wäre nicht schlecht. Und ArenaNet liebt es ja sowieso nicht, lang Marketing zu machen. Ich denke ja nur an Path of Fire zum Beispiel. End of Dragons war ein bisschen anders. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie jetzt demnächst anfangen, dafür Werbung zu machen. Keine Ahnung, also eine Vermutung war ja auch, dass es gar nicht die Expansion ist, sondern das Faktal war. Das ist ja tatsächlich, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, für den 27. Juni angekündigt gewesen, aber das wurde ja schon in diversen Chats gesagt. Nein, es wurde, wir können es so sagen, wie es ist. Unser Game Director hat bei Mighty Teapot im Chat auf den User dann wieder geantwortet. Kennen wir ja mittlerweile, sind ja. Das sind die offiziellen Nachrichten. Auf jeden Fall ist es nicht das Fraktal hier. Also es hat nichts mit Kanaxai oder Fraktal in Kanta oder irgendwas in der Richtung zu tun, was die Leute spekuliert haben. Das Ding und die Lache bezieht sich wirklich auf die neue Erweiterung. Eigentlich. Also ich meine, gesagt haben sie. Gut, wir wissen die Arbeit an der Erweiterung, also kann es nur das sein. Und es gibt eine überraschende Episode, von der wir nichts wissen. Das wäre auch mal was anderes. Aber ja. Gehen wir noch kurz auf den Teaser mal kurz an sich ein. Mhm. Weil visuell gibt er nicht so viel Information, außer das mit dem Anfang und Beginning und so. Er ist gelb. Der Schrift ist ein bisschen gelblich. Vielleicht ist das schon ein bisschen. Ja, Farbcode, gut, das könnte vielleicht der Mut sein, vielleicht das neue Logo sein, in Gelb. Mhm. Whatever. Viel interessanter finde ich das, was man halt im Hintergrund hört. Also man hört Donnern, man hört Wind. Und das Himmelschuppenflügel. Himmelschuppenflügel, sicher. Der Shaman hat es getweetet. Ich vertraue ihm, was es angeht. Ich hatte eher das Gefühl, dass es nochmal ein bisschen was anderes war. Ja, die haben ich hatte zwischendrin auch so einen Eindruck gehabt, dass es Maschinen zu hören war. Das war auch mal so eine Sache, die ich. Ja, Maschinen. So ganz am Anfang klang das für mich auch so ein bisschen wie Maschinen. Wenn ihr nochmal kurz reinhören gehört habt. Als ich es zum ersten Mal reingehört habe. Nee, das war ein Flügelschlag. Also es sind also er hat gesagt, ich vertraue ihm da einfach, weil er sich mit den Sachen da ein bisschen auskennt, dass es ein Flügelschlag von der Himmelschuppe war. War wahrscheinlich einfach nur als Flügelschlag an sich, in Anführungszeichen, halt gedacht. Sturm hast du recht und Gewitter gibt. Dann halt die Lache. Denkst du, es hat mit Dämonen zu tun? Ich denke mal ja, weil wir hatten ja die Dämonen-Konzeptart, ja, also, ja. Also es wird. Aus zwei Gründen wahrscheinlich, was aus dem Mond zu tun haben. Zum einen, woran ich das erste Mal gedacht hatte, als ich den gesehen hatte, war an das Meta-Event mit Joe Moore. Wir hatten ja vorhin das mit dem Gespräch über das Funkgerät. Wenn man das Meta-Event spielt in der Gerlasenke, dann hat der Joe Moore auch so ein kräftiges, kehliges Lachen drauf gehabt, wenn man das hier hört. Die andere Sache ist, das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, es ist auch ein bisschen. Ich sag mal, ein bisschen Distortion in dem Lachen drin, als wäre es halt wirklich
eine Dämonengeschichte. Mhm. Meine Spekulation dahinter ist einfach, er wird irgendeine Person von den Dämonen besessen sein, wer auch immer das ist, ob das eine Person ist, die wir kennen, die wir noch kennenlernen müssen oder was auch immer. Und die da halt dann eben lacht. Das ist meine Vermutung aktuell. Ja, also mal gucken nochmal, schau, wer ist der berühmte Dämon in Guild Wars 1? Das ist Kanak sei, aber der wurde letzten Endes ja auch im Guild Wars 1 Raid platt gemacht. Da hatten ja viele spekuliert, dass dieser Wanderer im Prinzip der Dämon ist. Jetzt spekulieren halt viele, dass eventuell das Fraktal was kommt, nochmal ein bisschen diese Dämonen-Story aus Guild Wars 1 aufgreift, weil bietet sich an, Fraktale kann man sowas nochmal machen, könnte aber auch komplett was ganz anderes. Ist schwierig. Also Dämonen machen Sinn, weil wir die Konzeptart hatten und Dämonen sind Insektoid so ein bisschen. Wir hatten ja spekuliert mit Margonita. Manche sagen sogar, vielleicht hat es was mit Abaddon ein bisschen zu tun. Oder beziehungsweise... Du meinst Doom? Nee, nicht Doom, wirklich Abaddon. So in also ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, das ist Doom. Ich hab Doom macht wenig Sinn, weil der ist eingesperrt. Lissa hatte ich auch, weil ich gerade im Chat sehe von Kimi. Lissa hatte ich auch mal kurz überlegt, tatsächlich, weil wir haben zum einen noch mit Lissa was mit storymäßig offen. Also gibt ja so ein Hint, dass Lissa vielleicht sich nochmal zeigen wird. Und bei Lissa ist der Vorteil, sie kommt rüber wie eine weibliche Göttin, aber sie hat halt einfach die Möglichkeit, ihr Aussehen zu ändern, wie es ihr beliebt. Es gibt da genügend Möglichkeiten. Gut, an Lissa habe ich kurz gedacht, weil die wird halt ewig spekuliert die ganze Zeit. Mich würde dich überraschen, weil Lissa ist im Prinzip zwei Personen, oder? Es ist halt eine mehrgesichtige Person. Richtig, ja. Also das heißt... Die hat halt nicht das eine Gesicht. Es ist halt wie... Ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein bisschen so, dass es halt eine männliche Variante dann von Lissa so in der Richtung gibt. Weil kann man das halt gut vorstellen, so die weibliche, männliche Seite. Die ist einfach so wandelbar. Ja. Die wechselt einfach ihr Gesicht. Also ich könnte mir halt vorstellen, ich komme ein guter Vergleich, wenn man noch ein bisschen in die Mythologie guckt, wäre, glaube ich, Juno aus der römischen Mythologie. Juno ist auch so ein Gott mit zwei Gesichtern im Grunde. Ja. Was anderes ist Lissa eigentlich auch nicht, wenn man ehrlich ist. Gut, ich weiß nicht, ob sie wieder die Götter machen können. Lissa könnte vielleicht noch kommen, vielleicht, aber jetzt, ich glaube nicht, ich würde es spontan nicht drauf. Gut, also, ich meine, ja, das ist kann alles sein. Ich sage jetzt mal so, wie es läuft, wir werden uns jetzt jede Menge Gedanken machen, wer es ist, und am Ende ist es eine neue Person, die wir noch gar nicht kennen. Das darauf wird es eigentlich hinauslaufen. Janus Juno wäre der griechische Gott dann. Richtung Janus ist es. Juno und ja. Asinato schreibt ja auch, oder vielleicht Menze ist der Bruder von Balthasar. Auch das war von ein paar Leuten, aber da gibt es halt keine Dämonen bei dem. Das ist halt so ein Problem. Und Dämonen passen halt auch sehr gut, sag ich mal, in Abaddon so ein bisschen. Gibt ja noch den, wie heißt denn das wieder? Torment, was heißt nochmal Torment auf Deutsch? Pein. Ja, mit der Pein zum Beispiel in der Richtung. Vieles zum Beispiel, da sei ja auch mit diesem Tentakel, was wir auch in der Kristallwische zum Beispiel haben. Da auf der zweiten Map bei den Grab der altehrwischen Könige, da gibt es ja auch noch diese Tentakel von früher noch, so ein Zeug. Also auch da kann man durchaus in die Richtung gehen. Die Würmer, die unten im Jademeer ja waren, das sind ja im Prinzip welche davon. Dass man das auch nicht irgendwie weiter irgendwie thematisiert hat oder mal die Kamera dahin gedreht hat, hat mich auch ein bisschen gewundert. Wenn ich so in die Richtung könnte man halt so ein bisschen gehen, weil das hat halt wirklich Dämonendesign. Ist halt schwierig. Ich meine, es kann da jemand komplett Neues sein, zu sagen, wir machen einfach gar nichts mehr aus Guild Wars 1. Ich glaube, es wird einfach der Chun-Move werden. Es wird einfach eine neue Person sein, die wir noch gar nicht kennen. Gut, Chun-Move macht eh keinen Sinn, weil dann wären wir ja wieder reingenommen. Der Chun-Move zu End of Dragons. Chun war, da hat mir auch überlegt, ist das Gwen, ist das so. Charakter? Es ist einfach ein neuer Charakter, den wir halt noch nicht kennen. Ja, ja. Das meine ich mit Chun-Move. Reich der Qual, okay. Ja, sowas in der Richtung. Aber man könnte ja durchaus sein, dass sie da ein bisschen was machen. Ich meine, es gibt viele Möglichkeiten. Manche spekulieren, vielleicht gibt es doch noch Mursat. So in der Richtung, weil sie hatten ja auch mit den Jade-Konstrukten was zu tun und die neuen Modelle sehen ja aus wie Golems mit Insektenzeug und so. Also Spekulationen sind definitiv da, aber es gibt noch nichts Konkretes, was halt drauf ist. Ich meine, August hat es ja nochmal im Chat geschrieben,
das hat der Jam gehabt, das ursprüngliche Bild von diesen Dämonenskizzen, was wir da hatten, hatte ja Dämonen-Tam-Vorschau. Ich nehme mal an, entweder war Dämonen-Tams als Dämonen-Daumen, was ja mit ihrem einen Arm irgendwie witzig wäre, aber ich nehme mal an, dass es dann wirklich Tams wie Thumbnail, also Vorschau war. Also Dämonen-Vorschau. Und das ist ja das, wo, glaube ich, die Community mit einstimmt, dass halt Dämonen sind. Muss man halt einfach abwarten. Mich persönlich hat das Ganze jetzt nicht so wirklich gehypt, weil, na gut, ich meine, was willst du groß mit sowas machen? Dass es im Sommer oder dieses Jahr noch kommt, damit hatten wir eigentlich mehr oder weniger fest gerechnet. Also was heißt fest gerechnet, aber gehofft. Hatten wir schon öfters mal angesprochen, oder? Also macht ja Sinn, weil sie wollen ja immer so viele Durchstrecken zwischendrin haben und würde jetzt kein Content mehr dieses Jahr kommen. Keine Ahnung, ein halbes Jahr lang wieder oder mehr sogar. Was weiß ich, wir sind jetzt im fünften Monat. 7 Monate vielleicht, 7, 8 Monate, fast ein Dreivierteljahr warten, bis neuer Content kommt, wird halt nicht passen. Also es muss zwangsläufig irgendwas jetzt in 3 Monaten kommen, in Anführungszeichen. So jedes Quartal. Es gibt halt, gut, ich meine, es kommt Fraktal jetzt raus im nächsten Monat, aber Fraktal ist für viele halt kein Content-Update, wie so eine Episode in der Richtung. Aber wir haben ja noch Allianzen. Also wie gesagt, man muss halt warten. Ich weiß, dass Lara völlig ausgeflippt ist, als es war und dann erstmal voll was gemacht hat. Ich muss echt sagen, ich warte noch auf ein bisschen mehr, weil so eine Lache kann ja alles sein. Das kann auch einfach ich jetzt hier im Podcast gewesen sein. Kann auch einfach ich im Podcast gewesen sein. Ja, whatever. Gut. Kommen wir noch auf einen unserer Lieblingsthemen drauf. Wir haben jetzt auch noch einen Item-Watcher-Shop. Und es gibt einen Kriegsclown-Skin hier. Ja, finde ich gar nicht mal so eine hässliche Kriegsklaue, ehrlich gesagt. Vielleicht für mich, für meine persönlichen Verhältnisse immer noch ein bisschen teuer. Aber ein schöner, ich sag mal, so ein Tiger. Das heißt doch, glaube ich, auch gepanzerter Tiger, wenn ich mich nicht irre. Gepanzerter Tiger, ja. Kriegsklaue. Gibt es jetzt eben für 1600 Edelsteine, ist halt ein Kriegsklauen-Skin, ist halt wahrscheinlich nur für jeden interessant, der auch wirklich WoW spielt. Das Ding ist halt eben Tiger, der hat ein paar Rüstungsteile dran, die auch ganz nette Muster drauf haben. Es ist ganz witzig auch, der Schwanz, der so halbe Ringe drin hat, als Rüstung. Ich muss sagen, mir gefällt er ganz gut. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich mir den holen. Da ist mir aufgefallen, ich habe schon ganz tolle andere Kriegsclown-Skins. Ja, kostet halt immer noch viel Geld. 1600 Und ist extrem viel Geld. Und es gibt tatsächlich für alle Leute, die noch nicht mitbekommen haben, es gibt einen einzigen Mount-Skin, den man freispielen kann. Und das ist ein Kriegsclown-Skin. Den kann man durchaus sich holen. Gut. Wie schön animiert hier da mit den. Ja, es sieht auch wirklich toll aus. Oder was das ist, so ein bisschen diesen Einzelteile, wo animiert sind. So. Gut oder nicht? Da steckt schon ein bisschen Arbeit drin, definitiv. Ja, ich sag ja, es ist durchaus cool. Es ist halt wirklich nur. Man muss es halt sagen, wie es ist, ne? Es ist halt eigentlich nur für eine Randgruppe interessant. Das sind halt alles Leute, die regelmäßig WoW spielen. Also WoW, da kauft euch den Skin, dann ist mehr Geld für den Spielmodi da und dann kommt die alle. Ja, oder ihr wartet, bis das Ding im Angebot ist. ansonsten, wie immer, das Ding hat auch 4 Farbkanäle, um Fellrüstung und Rüstung einzufärben. Genau. Also das ist der Klassiker. Ansonsten gibt es den Schreinwächter-Skin für Schakale zurück. Das ist ja immer so ein Evergreen. Die Leute lieben den. Ich glaube, das war eine der Reittier-Skins, die am meisten gekauft wurden. Genau, war doch, glaube ich, mal in dieser Liste zum Geburtstag. Ja. Ja, ja. Und dann wieder so ein Thema für dich hier. Ja, die schwarze Truhe, genau, die Ebon-Falken-Verteidiger-Truhe, ich wusste gar nicht, dass sie jetzt so heißt, ist jetzt da. Da drin gibt es unter anderem die ewig geschmiedeten Waffen gibt es jetzt als ungewöhnlichen Drops drin und als seltene Drops die hellglänzenden Inquisitor-Waffen. Wirklich schöne Waffenskin rein. Ansonsten weiterhin vorhanden die Wissen des Schreibers Schultern, die so an die Flammensucher-Prophezeiung erinnern.
Und richtig cool ist halt ein Gewehr, wo ich erstmal gedacht hatte, Moment, den Skin besitze ich ja schon, weil den gab es schon als Pistolenskin. Und zwar so eine Armbrustskin jetzt als Gewehr, den hatten wir schon mal als Pistolenskin, den gibt es jetzt als Gewehrskin. Das heißt, ich habe es selbst noch nicht gesehen, aber ich nehme mal stark an, dass es genauso wie bei der Pistole ist, dass das Ding einen Sound hat. Aber was man schon im Vorschau sehen kann, ist, dass das Ding auch eine Animation hat, wenn man das zum Beispiel auspackt, dann klappt sich das so cool auseinander und so weiter. Ja, und schießt Pfeile halt. Also für die Leute, wo unbedingt mal genau, Armbrust haben wollen, ist das halt jetzt perfekt. Das ist ziemlich cool auf jeden Fall. Das ist... was kostet das? Ja, Glück. Ja, Quante Costa, weiß man nicht. Ansonsten gibt es auch noch Rückkehrer, gibt es auch noch. Ja, der Tech Raptor Skin kann man durchaus mal empfehlen. Super gesetzlosen Raptor, für den müssen seltsam, dass er jetzt erst zurückkehrt und nicht zur Super Adventure Box. Der prachtvolle Kolibri, schwere Wochen zum Beispiel, wirklich sehr schönes Ding. Den Gecko zum Beispiel. Mit der Zunge, wo über die Augen feuert. Habe ich da auch beliebt gewesen damals. Ja, aber der ist jetzt nicht wieder. Doch, der Sonnentempel. Oh. Doch, stimmt. Das ist der Sonnentempel-Gecko. Der Kirin-Schakal, weiß ich nicht, ob man den unbedingt so hart feiern kann. Aber der edle Lichtbringer-Skin und der königliche Anubis-Skin für Schakale sind auf jeden Fall auch noch nicht. Ansonsten gibt es auch noch neue Schwarz- und Ticketwaffen. Können wir aber auch nächstes Mal drüber sprechen, ist auch vollkommen in Ordnung. Weißt du, wie die heißen? Sind das die Paladin-Dinger? Ja. Ja. Die hat nämlich Miri tatsächlich hochgeladen hier noch. Also, kann man ja kurz reingucken, ist auch abgehakt. Ja, die sind halt ein bisschen schlichter gehalten. Ja, mich hauen sie nicht komplett. Also mich erinnern sie ein bisschen an weiße Mantelwaffen, ehrlich gesagt. Ja, ich kann also verstehen, was du meinst. Woran sie mich ein bisschen erinnert hat. Es gibt kein Ding, wo ich sage, das ist... Doch. Es gibt eine Waffe, die finde ich extrem gut und das ist das Kriegshorn aus der Reihe tatsächlich. Das Kriegshorn kann ich, finde ich, feiere ich richtig, richtig hart. Denn das ist einfach eine verdammte Posaune. Das Ding. Also so eine richtige Tröte. Eine Tröte-Posaune ist es nicht. Ich weiß nicht, wie man es genau bezeichnet. Ein Horn halt. Ein richtiges... Ja, es ist kein richtiges Kriegshorn. Das sind halt so Fanfaren. Ja, Fanfaren. Das ist der Begriff. Ja, okay. Ich würd gerne noch wissen, ob das Ding einen eigenen Sound bekommen hat, weil ich kann es mir extrem gut vorstellen, wenn ich mir das Ding so angucke. Das Schwert sieht halt wieder okay. Damals wieder so irgendwie langweilig. Ein Bogen geht auch, aber na, boah. Alter, die Skin-Reihe ist nicht die schönste, also... findet sicher seine Fans. Ja, das definitiv. Gut, und damit wären wir durch für heute, würde ich sagen. Haben wir doch wirklich haben wir über alles Wichtige gesprochen. Ja, eigentlich ganz okay. Kann man nicht. Oder? Ja, das Einzige, was noch. Ja, ich bin zufrieden. Ich wüsste jetzt langsam, wo aufs Klo geht. Das heißt. Das heißt, es gibt noch Folgendes zu sagen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst vielleicht ein Follow auf twitch.tv/guildnews, wo wir jetzt auch den mal gucken, dass wir in den nächsten Tagen vielleicht noch ein bisschen streamen werden, damit da sich die letzte Person auch noch ein bisschen Drops abholen können und wir noch ein paar Euros verdienen. Oh, so sieht es eigentlich aus. Ansonsten dürft ihr uns gerne auch auf Twitter folgen und auf Facebook und vor allem mal guildmus.de besuchen und ihr dürft auch gerne auf discord.gg/guildnews vorbeigucken, was im Grunde euch nur in unseren Discord halt weiterleitet. Und kommentieren dürft ihr übrigens auch, zum Beispiel auf YouTube, wo wir sind, so direkt unter dem Podcast, das ist das Angenehmste, oder tut ihr bei uns auf guildnews.de. Da hat auch Minaika zum Beispiel noch einen tollen Kommentar in seinem Blogpost, in den Patch Notes gelegt. Da habe ich bloß vergessen, vorhin anzusprechen. Ach, die lesen wir auch, ja? Das möchte ich gesagt haben. Gut. Ja, in diesem Sinne habt viel Spaß mit dem Patch. Viel Spaß beim Meta oder beim Sammeln der Master Chief, Dead Space. Keine Ahnung, ich sage, Dead Space Rüstung passt euch besser. Und okay. Ja, ich denke, unser Guide müsste jetzt demnächst mal online kommen, oder? Ja, der ist auf jeden Fall in Bearbeitung, ja. Ja, also bald freigeschaltet.
Ansonsten gibt es schon Videos, auf jeden Fall auf dem YouTube-Kanal, wenn ihr für die Abenteuer was braucht. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Mitmachen im Chat, danke fürs Zuhören und habt ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche. Servus und Baba.